um Sie alle zu begrüßen. Alle, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Altsenatoren Hassemer und Zöllner, liebe Altpräsidenten, Altbischöfe, aber auch liebe gegenwärtig im Amt Befindliche, Vertretende von befreundeten Institutionen, Mitglieder unserer und anderer Akademien, Mitarbeitende, Mitglieder unseres Fördervereins Collegium Pro Academia, um Sie alle hier sehr, sehr herzlich zu begrüßen, vor allem aber Sie zu begrüßen. Sie, verehrter lieber Günther Stock, Ihre liebe Frau, Kinder, Enkel, die ganze hier vorn versammelte Familie, zu begrüßen und zu beglückwünschen. Dazu stehe ich an diesem Pult. Denn wir feiern heute nicht nur ein akademisches Fest, ein kleines Festsymposion der Akademie anlässlich ihres Geburtstags. Wir feiern sogar an ihrem Geburtstag. Und das gibt mir die Gelegenheit, noch einmal öffentlich zu machen, in ihrer aller Namen öffentlich zu machen, was ich vorhin schon privatim gesagt habe. Lieber Herr Stock, wir wünschen Ihnen an diesem Tag alle von ganzem Herzen, vor allem Gesundheit, weiter so viel Freude an der Familie und an den Enkeln, aber auch weiter so viel von der wissenschaftlichen Neugier, die sie, wenn ich das recht sehe, zeitlebens in Schwung gebracht hat und gehalten hat. Schließlich aber wünschen wir Ihnen alle von Herzen auch die Umstände, in denen Sie Ihre vielen aus dieser Neugier geborenen Ideen umsetzen können. Für die Akademie, für die Wissenschaft, für die Stadt, fürs Land. Allerherzlichste Glückwünsche in unser aller Namen, Gottes reichen Segen. Das Programm in Ihrer, unser aller Hände, meine sehr verehrten Damen und Herren, sieht zu Beginn nach der Musik, die wir eben gehört haben, nur eine Begrüßung und eine Einführung vor. Aber nun habe ich schon über das Programm einen Glückwunsch eingefügt und werde jetzt noch eine Laudatio anschließen, die bewusst nicht im Programm stand. Lieber Herr Stock, ich kenne Sie gut genug zu wissen, dass Sie öffentliches Lob eher verlegen macht und Sie es viel lieber sehen, wenn zur Sache geredet wird, zu einer Sache, die Ihnen wert und wichtig ist. Aber keine Sorge, das passiert heute auch noch und nicht zu knapp. Aber gerade, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil Dankbarkeit in wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Zusammenhängen rar ist und guter Stil teuer, liegt mir daran, dass ich mich zum Sprecher vieler Kolleginnen und Kollegen, vieler Mitarbeitender und vieler Menschen in dieser Stadt und über diese Stadt hinaus mache und Ihnen, lieber Herr Stock, von Herzen für das danke, was Sie für unsere Akademie und viele andere Institutionen nicht nur in dieser Stadt getan haben, für Institutionen, deren Vertreterinnen und Vertreter heute Abend zu ganzen Teilen hier in der Akademie im Leibniz-Saal vertreten sind. Ich tue das, wie Sie wissen, von Herzen gern und nicht nur der rhetorischen Konvention oder der Pflicht willen, nicht nur die Akademie, die ich die Ehre und das Vergnügen habe, als Ihr zweiter Nachfolger zu leiten, verdankt Ihnen sehr viel, sondern auch ich persönlich habe viel Grund zur Dankbarkeit, wovon ich am Ende der Laudatio wenigstens kurz en Detail noch sprechen möchte. Sie waren von 2006 bis 2009 mein Kuratoriumsvorsitzender, als ich Präsident der Humboldt-Universität war. Ich war seit 2012 Ihr Vizepräsident, als Sie Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften waren. Und schließlich war ich ex officio als Akademiepräsident ein Jahr im Vorstand der Einstein-Stiftung, der von Ihnen 6 Jahre höchst erfolgreich geleiteten Berliner Landesexzellenzstiftung. Ich weiß also einigermaßen, wovon ich rede.
Wenn ich jetzt nicht nur eigene und der hier versammelten Dankbarkeit zum Ausdruck bringe, sondern auch noch ein paar Gründe dafür nenne. Wenn man das Wirken von Günter Stock charakterisieren möchte, muss man, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei der Medizin beginnen. Wenn ich recht sehe, dem Herzstück und eigentlichen Kern ihres vielfältigen Wirkens. Sie gehören zu einer kleinen, aber feinen Gruppe von wissenschaftlich tätigen Medizinern, die ins Wissenschaftsmanagement gegangen sind, aber dabei immer Mediziner geblieben sind. Wir haben hier in Berlin einige aus dieser Gruppe und die Stadt verdankt dieser Gruppe sehr viel. Karl Max Einhäupel, Detlef Ganten, Jürgen Zöllner und eben Günter Stock. Ich wollte zu Beginn meines Studiums Landarzt werden, haben Sie mir einmal gesagt, als ich Sie nach dem Beginn Ihres Weges fragte, der Sie von Ihrem Geburtsort im heutigen Kroatien nach Süddeutschland, genau nach Pforzheim, führte. Um Landarzt zu werden, begannen Sie 1965 das Studium der Medizin in Leipzig, in Heidelberg, welche Versprecher, in Heidelberg, weil es von Pforzheim aus so günstig bahntechnisch zu erreichen war, und waren nach dessen Abschluss 1970 zunächst wissenschaftlicher Mitarbeiter am Physiologischen Institut, nach der Habilitation für Physiologie 1978 Professor für vegetative Physiologie. Physiologie ist, wenn ich richtig orientiert bin, die Kunde der natürlichen Lebensvorgänge und ihrer biochemischen, vor allem aber biophysikalischen Funktionsweisen. Wenn ich recht sehe, lieber Herr Stock, ist dieses Thema der Lebensvorgänge in einem immer weiter umfassenden Sinne immer Ihr Thema geblieben, Lebensvorgänge. Ein einziges Beispiel für den weiten Horizont, dem Sie diesem Begriff und diesem Modell Lebensvorgänge gegeben haben. Als Präsident der Akademie interessierte Sie die Frage, wie der in jeder Hinsicht prekäre Übergang von Leben zum Tod, ich erinnere nur an die heftigen Debatten über das Hirntodkriterium, wie dieser prekäre Übergang nicht nur in der Medizin und in den Naturwissenschaften, sondern auch in den Geisteswissenschaften und der bildenden Kunst bedacht und dargestellt wird. Wie markiert eigentlich Kunst, dass jemand nicht nur schläft, sondern gestorben ist, ungeachtet mancher analoger Symptome? Eine Frage, die Günter Stock interessierte und die er versuchte, in einem Forschungsprojekt zu klären. Lebensvorgänge, lieber Herr Stock, im zunehmend umfassenderen Sinne des Wortes haben Sie immer wieder und immer neu interessiert und bilden, so scheint mir, eine Klammer Ihres Wirkens in so vielen verschiedenen Ämtern. Man könnte angesichts dieser Ämter und des weiteren Weges, der Sie von Heidelberg 1983 zur traditionsreichen und nicht zuletzt dank Ihnen forschungsstarken Berliner Schering AG führten, bei der Sie zunächst den Bereich kardiovaskuläre Pharmakologie, dann ab 1987 das Institut für Pharmakologie leiteten und von 1989 bis 2005 als Mitglied des Vorstandes zuständig für Forschung und Entwicklung waren, bevor Sie dann als Nachfolger von Dieter Simon die Akademie übernommen haben. Man könnte angesichts dieses Weges in die Wissenschaft und in die industrielle Forschung also auf die Idee kommen, Sie hätten Ihr ursprüngliches Berufsziel, Arzt zu werden, verfehlt. Ich habe allerdings überhaupt nicht diesen Eindruck. Irgendwann habe ich Ihnen gegenüber einmal ganz beiläufig erwähnt, wie ich ein medizinisches Problem meiner Mutter mithilfe von Fachleuten zu lösen versucht habe. Und Sie sagten, sehr verwundert, warum haben Sie mich nicht gefragt? Ich bin doch Arzt. Und wahrscheinlich, lieber Herr Stock, betätigen Sie sich, wenn Sie mit Familie und Enkeln am Lago Maggiore Ihre Zeit verbringen, sogar ein wenig als Landarzt. Anders als bei Studienbeginn gedacht und doch konsequent auf einem einmal eingeschlagenen Weg.
Ich erinnere mich gut, wie verwundert einige Menschen waren, als 2006 hier im Leibniz-Saal ein Mann aus der Industrie als Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften eingeführt wurde. Seine beiden Vorgänger wird man ohne Zögern dem Typus eines Public Intellectual, eines streitbaren Public Intellectual zurechnen können. Vorbehalte gegen die Wirtschaft sind in Akademizis weit verbreitet. Ich möchte aber gern explizit festhalten, meine Damen und Herren, wie gut unserer Akademie, der Sie von 2006 bis 2015 vorstanden, und wie gut der Gemeinschaft der Deutschen Akademien der Wissenschaften, die Sie als Präsident der Union dieser Akademien von 2008 bis 2015 geführt haben, und schließlich wie gut der Gemeinschaft der All European Academies, ALEA, der Sie von 2012 bis 2018 vorstanden, ein Industrieller, der als solcher immer Wissenschaftler blieb, aber in der Wirtschaft zugleich auch viel gelernt hat, getan hat. Man hat über den zweiten preußischen König formuliert, dass er ein Staatsgebilde aus brüchigem Ton in solides Metall überführt hat. Ich deute hier zart an, dass man das auch von der vormals preußischen Akademie der Wissenschaften und ihrem dritten Präsidenten, von der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften und ihrem zweiten Präsidenten und natürlich auch von ALEA ähnlich sagen könnte. In gewissem Sinne, meine sehr verehrten Damen und Herren, waren einer solchen Verstärkung alle die genannten Institutionen und Institutionenverbände zu Beginn des neuen Jahrtausends bedürftig. Im Wissenschaftsrat gab es damals eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Frage einer nationalen Akademie beschäftigte. Und Sie, lieber Herr Stock, haben nach den Entscheidungen des Jahres 2008 gemeinsam mit vielen anderen, ich nenne Johanna Wanka und Thomas Goppel, die Grundlagen für ein geordnetes, stabiles Miteinander der Leopoldina, liebe Frau Hornig, ganz herzlich willkommen, der AKTECH und der Akademienunion sowie unserer BBAW im ständigen Ausschuss gelegt. Gerade ist mit einem Papier zur Zukunft der Arbeit unter Leitung von Jutta Almendinger erarbeitet, ein, wie ich finde, eindrückliches Zeichen des Zusammenwirkens dieser Partner vorgelegt worden und wird munter in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft diskutiert. Vorgestern besuchte ich mit Gerald Hauck, meinem befreundeten Kollegen in der Leitung der Leopoldina, das einstige Wohnhaus des frühneuzeitlichen Universalgelehrten Dimitri Kantemir in Istanbul. Und wir haben diesen Besuch unternommen. Gerald Hauck musste leider an einen anderen Ort weiterfliegen und ist deshalb nicht unter uns. Wir haben diesen Besuch in den letzten Tagen unter anderem unternommen, weil Sie, lieber Herr Stock, gemeinsam mit der rumänischen Akademie der Wissenschaften an Dimitri Kantemir, den hierzulande wenig bekannten, aber ungemein bedeutsamen Politiker, Gelehrten, Brückenbauer zwischen den Kulturen erinnert haben. Eigentlich müsste seine Büste jetzt hier stehen, die während ihrer Präsidentschaft ins Haus gekommen ist. Denn der um Versöhnung zwischen den Welten des Osmanischen und des Russischen Reiches und der westeuropäischen Gegner bemühte Kantemir war ein Mitglied dieser Akademie. Versöhnung zwischen den Kulturen, zwischen den Religionen, Kompromiss zwischen politischen Richtungen, das um Verständigung bemühte Gespräch, das, lieber Herr Stock, ist ein weiterer Kern Ihres Wirkens. Er macht noch einmal deutlich, wie wenig das Klischee vom Mann der Wirtschaft an den Schalthebeln der Wissenschaft zutraf. Ich rede jetzt nicht ausführlicher von dem, was Akademien und Akademienverbünde, was große Wissenschaftsorganisationen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder die Max-Planck-Gesellschaft, die Technikstiftung Berlin, die Initiative Gesundheitsstadt, die Einstein-Stiftung ihrem in der Wirtschaft geschulten Organisationstalent verdanken. Reorganisation von Verwaltung und Geschäftsstellen, Professionalisierung der Leitbilder und der Kommunikation. Gerade haben wir mit
fast 2000 Gästen hier im Haus den Salon Sophie Charlotte gefeiert, stecken mitten in einem Jahresthema Projekt Aufklärung, alles Ideen, die sie gemeinsam mit der unvergessenen Gisela Lerch entwickelt und realisiert haben und die heute noch genauso gut wie damals funktionieren. Nein, alle weiteren Zeichen wirtschaftlicher Effizienz und klug moderierter Leitung in akademischen Institutionen breite ich jetzt nicht in extenso aus, sondern fasse nur so knapp zusammen und bemerke noch ergänzend, dass man das große Bundesverdienstkreuz bekanntlich nicht im Lotto gewinnt. Der Generalsekretär des Stifterverbandes, lieber Herr Meyer-Guckel, diese Festveranstaltung ja auch nicht aus Jux und Tollerei fördert und aus guten Gründen. Und ich alles das, was wir heutigen Tags tun in diesem Hause unter meiner Leitung, Verwaltungsreform, Etablierung von dauerhaft finanzierten Forschungszentren, Wiederaufbau des Zwischenflügels als Lounge für die Berliner Wissenschaft, darf ich das sagen, Herr Stock, als schlichte Fortsetzung der Ideen Ihrer Ära verstehen. Das wird uns, meine sehr verehrten Damen und Herren, in mageren Jahren der Bundes- und Landeshaushalte freilich nur gelingen, wenn uns möglichst viele unterstützen. Friede Springer, die leider nicht unter uns sein kann, grüßt Sie alle ganz herzlich, die Vorsitzende unseres Fördervereins, und freut sich wie Günter Stock und ich, wenn Sie uns heute ein Geschenk machen und möglichst alle, so Sie noch nicht Mitglied sind, dem Verein beitreten und uns unterstützen. Karin Elisabeth Becker, die auch diese Festveranstaltung wunderbar organisiert hat, versorgt Sie gern mit Eintrittsformularen. Der Akademiepräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist, wenn er sein Geschäft versteht, eine Art Impressario dieses Hauses. Einige unter uns, nicht wahr, lieber Horst Bredekamp, werden wissen, dass ich da auf eine Idee von Leibniz anspiele, auf die Idee, dass die Akademie ein Theatrum Nature et Artis sein soll, und der Impressario ist ja dann auch der Leiter. Mich hat, lieber Herr Stock, aber immer sehr beeindruckt, wie stark Sie sich als Naturwissenschaftler nicht nur für klassische medizinische und naturwissenschaftliche Themen eingesetzt haben. Ich denke beispielsweise an die interdisziplinäre Arbeitsgruppe zur Fertilität, sondern auch mit gleicher Leidenschaft für die geisteswissenschaftlichen Forschungsvorhaben. Nicht nur für ein Lieblingsvorhaben oder für die technische Weiterentwicklung der handwerklichen Voraussetzungen geisteswissenschaftlicher Arbeit allein. Nein, Sie haben sich den Mitarbeitenden, die darum heute auch hier sind, freundlich zugewandt. An dem ganzen Forschungsprofil des Hauses wie seiner Weiterentwicklung lebhaftes Interesse entwickelt und die Akademie strategisch klug in der Berliner und deutschen Wissenschaftslandschaft verankert. Davon zehren wir bis heute. Vielen Dank. Bevor ich ein Thema aus diesem Spektrum Ihrer Themen hervorhebe, das Thema, was wir heute Abend behandeln, möchte ich, wie angekündigt, zum Abschluss noch etwas persönlich bemerken, weil es auch zu dem gehört, was dankbar von Ihnen erwähnt werden muss. Wie ich sagte, sind Stil und Dankbarkeit in der Wissenschaft und im Wissenschaftsmanagement sicher nicht ubiquitär oder selbstverständlich. Sie, lieber Herr Stock, charakterisiert aber weit mehr als das. Ich persönlich werde Ihnen nie vergessen, wie Sie mich in der Stunde der wahrscheinlich bittersten Enttäuschung meines Lebens, als die Humboldt-Universität zunächst den Einzug in die illustre Schar der Exzellenzuniversitäten verpasst hatte, zur Pressekonferenz im Roten Rathaus begleiteten und im Saal aufmunternd anblickten, als neben mir der personifizierte Stolz auf den Erfolg thronte und Hof hielt. In solchen Momenten, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist man als Verantwortlicher von Institutionen oft sehr allein und lernt besonders die schätzen, die dann nicht von einem weichen. Wie gut, dass diese Akademie nicht zuletzt dank ihres Wirkens im Vergleich zu einer Berliner Universität, wie ich mit herzlichsten Grüßen an die befreundeten Julia von Blumenthal, Günter Ziegler und Hajo Krömer sage, also dass diese Akademie nicht zuletzt dank ihres Wirkens
aufgrund von Mitgliedern und Mitarbeitenden doch ungleich mehr Vergnügen bei der Leitung und Entwicklung macht. Und auch die Einwerbung von Drittmitteln für unsere vielen Projekte, die Fortentwicklung des Forschungsprofils, die Verwaltungsreform hier ungleich leichter fällt und auch die Beheimatung im Wissenschaftssystem nicht ganz so wettbewerbsgetrieben ist. Noch länger zu sprechen, noch länger zu loben, lieber Herr Stock, wäre Ihnen vermutlich nicht recht. Also begründe ich sehr knapp, warum wir Sie alle und Sie natürlich besonders mit Familie zu einem Symposium über künstliche Intelligenz und Verantwortung eingeladen haben. Ich könnte mich ganz kurz fassen. Vom Impresario Stock stammte die Idee zu einer interdisziplinären Arbeitsgruppe über künstliche Intelligenz und Verantwortung, die vom Juni 2018 bis April 2021 gearbeitet hat und allerlei kluge Hefte mit Analysen wie Empfehlungen produziert hat. Eine der vielen Anregungen. Aber das wäre zu kurz gegriffen, bei allem Bemühen um Kürze. Günter Stock hat nicht nur während seiner prägenden Amtszeit als Präsident, sondern auch danach immer wieder darauf hingewiesen, dass der beeindruckende Fortschritt und umfassende Erfolg von künstlicher Intelligenz durch ein kritisches Monitoring der Akademie und ihrer interdisziplinär und transdisziplinär ausgewiesenen Mitglieder begleitet werden müsste. Denn es hat ja keinen Sinn, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn die Akademien nur nachdieseln, was in jeder anderen Wissenschaftseinrichtung auch behandelt wird. Ihre Behandlung des Themas künstliche Intelligenz muss spezifische Pointen haben. Sonst braucht es wissenschaftlich Akademien nicht. Dann sind sie intellektuell uninteressant. Und Stocks Idee zu fragen, brauchen wir ein Monitoring? Stocks Idee zu fragen, wie muss dieses Monitoring aussehen? Wie verhält es sich zum Monitoring der KI-Gesetzgebung der Europäischen Union in aller ihrer Umstrittenheit? Das ist eine solche Frage, die nicht überall gestellt wird und vor allen Dingen auch nicht überall so konkret bedacht wird, wie er es anregt. So dachten wir, lieber Herr Stock, dass wir Sie am besten ehren, wenn wir nun fragen, wer bei der Anwendung von KI, bei den vielen Anwendungen von KI, präzise welche Art von Verantwortung trägt und damit eine der drängendsten Fragen zum Thema aufgreifen. Wie wir das tun, zeigt Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Programm, das Sie in Händen halten und nach dem in Zukunft strikt verfahren wird, ohne Einfügung von Laudationes und Glückwünschen. Wenn wir es anregend tun in den nächsten Programmabschnitten, wenn wir es auf exzellentem wissenschaftlichem Niveau tun, wenn wir es zum Wohle von Gesellschaft und Politik, die wir beraten, durch Forschung und Wissenschaft tun, dann folgen wir den Spuren der Arbeit, mit denen sich Günter Stock in diesem Haus und weit darüber hinaus verdient gemacht hat und für die wir ihm nun alle mit einem langen, kräftigen Applaus danken. Zwei kleine Bemerkungen, bevor der Festvortrag von unserem Kollegen und Mitglied beginnen wird. Wenn Sie den Namen Clarissa Bevilacqua und Michael Cohen-Weißert noch nicht kannten, merken Sie sich diese Namen. Denn es handelt sich nicht nur um eine hochbegabte Violinistin, in Mailand geboren, in Chicago aufgewachsen, seit dem Alter von 5 Jahren Geigen spielend, die im Pritzker-Pavillon in Chicago vor Tausenden von Menschen ihr Debüt gegeben hat und jetzt vielfach zum Beispiel beim Mozarteum-Wettbewerb und verschiedenen anderen Salzburger Wettbewerben ausgezeichnet wurde, sondern eine künstlerische Leiterin eines Kammermusikfestivals.
eine ganz junge Geigerin, die das Dynamikfest, ein Kammermusikfestival in Salzburg, gestaltet. Und achten Sie auf ihre Geige, eine Cerutti-Geige, 1815 in Mailand hergestellt. Und Michael Cohen-Weissert ist nicht nur Pianist in Jerusalem und Berlin ausgebildet, er ist auch Komponist. Im Klaviersalon Christofori können Sie seine Kompositionen hören und in Bozen wurde seine erste Oper Amalia uraufgeführt 2019. Wenn Sie hinterher fröhlich applaudieren, werden Sie die beiden auch ein andermal noch in diesem Haus hören, Theatrum Naturae et Artis, dann vielleicht mit eigenen Kompositionen und Kammermusik, die von Frau Beville-Aqua kuratiert wird. Und nun darf ich Ihnen noch ganz kurz unseren Referenten vorstellen, Gerhard Wagner. Ich könnte es kurz machen und sagen, von der Jury des Commerzbankpreises, die Günter Stock am Herzen lag, ein Preis, der ihm auch am Herzen lag, ausgewählt, Preisträger der Commerzbank-Stiftung 2013. Und es würde Ihnen vermutlich nicht auffallen, wenn ich jetzt aus der Laudatio vorlesen würde, denn sie trifft auch heute noch wunderbar, dass Herr Kollege Wagner, zunächst Professor an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn, dann in London und in Chicago tätig und seit 2013 an der Humboldt-Universität, zeitweilig auch Professor an der Erasmus-Universität Rotterdam und seit 2022 Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, auch schon länger auswärtiges wissenschaftliches Mitglied des Hamburger Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht, dass also der Herr Kollege Wagner etwas kombiniert und synthetisiert, auch deswegen passt er gut zu Stock, was selten ist, die Zivilrechtswissenschaft und Kunst der traditionellen Dogmatik in den Kerngebieten des bürgerlichen Rechts mit der interdisziplinären Forschungsrichtung Law and Economics. Sie ahnen, auch hier wäre sehr viel zu erzählen, aber die beste Vorstellung, lieber Herr Wagner, ist, dass Sie sich selbst mit Ihrem Festvortrag vorstellen, künstliche Intelligenz, Regulierung und Haftung. Wir freuen uns auf Sie. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Würdenträger, sehr geehrte Damen und Herren allgemein und sehr geehrter lieber Herr Stock, künstliche Intelligenz ist ein weites Feld und einem schwammigen Begriff, den ich jetzt nicht definieren werde, zumal man ja zunächst erstmal klären müsste, was natürliche Intelligenz ausmacht. Ich verstehe künstliche Intelligenz allein unter dem rechtlichen Gesichtspunkt als Technologie, die sich anders als Artefakte herkömmlicher Machart der umfassenden menschlichen Kontrolle entzieht und in diesem Sinne über beschränkte Handlungsautonomie verfügt. Und diese Handlungsautonomie ist es, die Chancen und Risiken birgt. Den Fortschrittsbegeisterten, die die Fähigkeiten von Fahrassistenten oder großen Sprachmodellen wie ChatGPT feiern, stehen zahlreiche Warner gegenüber, die den Weltuntergang prophezeien. Und das Einzige, was man wirklich sagen kann, ist, dass es darauf ankommen wird. Und vor allen Dingen wird es auch darauf ankommen, wie der Einsatz von künstlicher Intelligenz rechtlich ausgestaltet und reguliert wird. Und das ist mein Thema. Zunächst zu den Aktivitäten der Europäischen Union. Die aktuelle von Ursula von der Leyen geführte EU-Kommission hat sich bei ihrem Amtsantritt in 2019 mehrere Politikziele gesetzt, darunter der Green Deal, aber eben auch eine EU-Digitalstrategie. In deren Mittelpunkt steht die Förderung der europäischen Digitalwirtschaft einerseits und die Setzung eines strikten Rechtsrahmens andererseits. Damit will man sich an die Spitze der Entwicklung im Bereich Datenwirtschaft und Digitalisierung setzen
und andererseits die europäischen Grundwerte schützen und allen Bürgern die aktive Teilnahme an einer neuen Technologiegeneration ermöglichen. In Umsetzung dieser Digitalstrategie hat dann die EU-Kommission im April 2021 ein Gesetz über künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence Act vorgelegt, und dieser Entwurf ist nach zahlreichen Änderungen kurz vor Weihnachten in dem sogenannten Trilogverfahren zwischen Kommission, Rat und Parlament gebilligt und am vergangenen Freitag endgültig beschlossen worden. 2026 wird er in Kraft treten. Was ist davon zu halten? Hier sehen Sie den damaligen Vorschlag. Auf den ersten Blick ist es merkwürdig, dass die Kommission die künstliche Intelligenz, diese Technologie in Europa ausgerechnet dadurch fördern will, dass sie sie reguliert. Denn Regulierung beschränkt wirtschaftliche Aktivitäten, anstatt sie zu befeuern. Das Weißbuch dazu versucht, diesen Widerspruch mit dem Topos vom Ökosystem des Vertrauens aufzulösen. Vertrauen sei deshalb schon ein strategisches Ziel, weil durch die Regulierung von KI bei den Bürgerinnen und Bürgern das nötige Vertrauen geschaffen werde, KI-Anwendungen auch zu nutzen. Auf dieser Grundlage ist dann das KI-Gesetz geschrieben worden. Sein Inhalt erschließt sich nur, wenn man es im Kontext der bisherigen Produktregulierung durch die EU versteht. Das Unionsrecht enthält eine Masse von Vorschriften, die Sicherheitsanforderungen an Produkte stellen, von Kraftfahrzeugen über Medizinprodukte bis zu Maschinen und Spielzeug. Diese Bestimmungen enthalten überwiegend allgemein gehaltene Sicherheitsanforderungen, etwa derart, dass keine erheblichen und vermeidbaren Gefahren für Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit geschaffen werden dürfen. Und diese allgemeinen Anforderungen werden dann häufig durch Verweis auf technische Regeln konkretisiert, die in Deutschland durch das DIN auf europäischer Ebene durch ein vergleichbares Institut CEN erarbeitet werden. Und die Einhaltung dieser Bestimmungen, die dokumentiert dieses Zeichen, das Sie sicher alle von zahlreichen Produkten kennen. Conformité européenne heißt es und soll die Einhaltung dieser Produktsicherheitsbestimmungen dokumentieren. Das macht bei gewöhnlichen Produkten der Hersteller selbst, bei etwas komplexeren eine Zertifizierungsstelle wie etwa der TÜV und bei besonders gefährlichen wie Autos, Luftfahrzeugen und Arzneimitteln gibt es eine behördliche Prüfung und ein Zulassungsverfahren. Und dieses Produktsicherheitsrecht gilt nun an sich auch für KI-Produkte jeder Art. Und in dieses Regime fügt sich auch das KI-Gesetz ein. Ob man mit dem bisherigen Recht nicht ausgekommen wäre, eben wegen seiner allgemeinen Natur, das ist nicht wirklich diskutiert worden. Das KI-Gesetz beschränkt sich aber darauf, allein diesen KI-Aspekt der Produkte zu regeln. Und es gilt darüber hinaus für Standalone-Software, die nicht mit einem physischen Produkt dieser genannten Art verkoppelt ist. Welche Pflichten gibt es nun nach diesem Gesetz? Das Gesetz unterscheidet zentral zwischen sogenannten Hochrisikosystemen, zu denen Autos, aber auch Spielzeug gehören. Die Hersteller dieser Hochrisikosysteme müssen ein Risikomanagementsystem errichten und anwenden, die von dem System ausgehenden Risiken also fortlaufend erfassen, bewerten und eindämmen. Es werden Anforderungen an Trainingsdaten gestellt, die bestimmte Qualitätskriterien erfüllen müssen. Es muss eine technische Dokumentation erstellt werden. Das Produkt ist mit einer Logging-Funktion auszustatten, sodass also die Aufzeichnung der eigenen Verhaltensparameter erfolgt. Die Transparenz für Nutzer ist zu gewährleisten, ebenso die fortwährende menschliche Aufsicht und schließlich seine Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit. Daneben gibt es noch allgemeine Bestimmungen, die harte Verbote enthalten, sich aber insbesondere an Staaten richten.
und zwar dort an die Strafverfolgung. Diese Vorschrift verbietet biometrische Erkennungsverfahren, Social Scoring und das Ausnutzen der Schwächen von Menschen. Während das Gesetzgebungsverfahren lief, nachdem der Entwurf schon vorlag, ist mit der Vorstellung des Sprachmodells ChatGPT noch mal richtig Bewegung in den Prozess gekommen. Das EU-Parlament hat sofort ergänzende Vorschriften vorgeschlagen zu denen, die ich eben angedeutet habe. Und die waren dann auch der Streitpunkt, bis am vergangenen Freitag die Einigung paraffiert wurde, kann man sagen, in Brüssel. Und durchgesetzt hat sich ein restriktiver Ansatz, der nicht nur die Anwendung dieser Basismodelle reguliert, sondern auch die Basismodelle selbst, in denen den Herstellern zusätzlich zu den Pflichten, die ich schon angedeutet habe, weitreichende Transparenz- und Dokumentationspflichten, insbesondere auch über ihnen bekannt gewordene Zwischenfälle und darüber hinaus die Risikomanagementpflicht auferlegt wird. Was ist jetzt davon zu halten? Man könnte, Sie haben das sicherlich gemerkt, über die Details dieser Regelung noch sehr lange sprechen. Ich könnte den ganzen Tag darüber referieren, weil es sehr, sehr kompliziert geregelt ist. Aber ich möchte hier einen Punkt machen und eine vorläufige Bewertung versuchen, und zwar in zwei Schritten. Die erste ist, dass ich mich der Frage zuwende, wo stehen wir mit diesem Ansatz eigentlich im globalen Wettbewerb? Denn wie wir alle wissen, findet der Großteil der digitalen Aktivitäten außerhalb Europas statt. Wird sich also Europa mit diesem Regulierungsansatz durchsetzen? Sind wir die Avantgarde, die die Risiken als erste erkennt und konsequent einhegt, oder die Nachhut, die nicht nur technologisch, sondern eben auch regulatorisch die Kurve nicht kriegt? In der globalen wirtschaftlichen Entwicklung der Digitalwirtschaft haben sich inzwischen deutlich sichtbar drei Zentren gebildet, die in einer aktuellen Publikation als Digital Empires bezeichnet werden, nämlich die Volksrepublik China, die Vereinigten Staaten und die Europäische Union. Und jedes dieser drei Gebilde steht für einen bestimmten Regulierungsstil, der auch beim Thema KI deutlich wird und Spuren hinterlässt. Dass die Wiege der heutigen großen Unternehmen der digitalen Welt steht bekanntlich in den Vereinigten Staaten. Dort sind auch heute noch die wertvollsten Unternehmen der Digitalwirtschaft domiziliert: Amazon, Apple, Alphabet, Google, Meta, Facebook und Microsoft. Während diese großen fünf schon viele Jahre etabliert sind, kommen ständig neue hinzu, etwa der Autohersteller Tesla oder eben auch das Unternehmen OpenAI mit seinem Sprachmodell ChatGPT. Die sind in ihrer letzten Runde mit 100 Milliarden Dollar bewertet worden. Die USA gelten als Land mit einem besonders liberalen Wirtschaftsmodell, und im Bereich der Digitalwirtschaft trifft das auch zu. Die Anfänge dieses technolibertären Ansatzes, der die amerikanische Politik bis heute prägt, die reichen 30 Jahre zurück. Kurz nachdem das Pentagon das Internet für den kommerziellen und privaten Gebrauch freigegeben hat, hat der US-Kongress im Jahre 1996 den sogenannten Communications Decency Act beschlossen, der eine auf den ersten Blick völlig unscheinbare Regelung enthält, die Internetunternehmen von der Haftung und auch jeder anderen Verantwortung für nutzergenerierte Inhalte freistellt. Alles, was also auf den großen Internetplattformen passiert, dafür haften die grundsätzlich nicht, weil es keine Inhalte sind, die sie selber bereitstellen, sondern welche, die ihre Nutzer generiert haben, auf der Plattform oder hochgeladen haben. Daneben trat dann eine etwas schärfere Regelung im amerikanischen Urheberrecht, nach der wiederum das Unternehmen erstmal, man könnte salopp sagen, machen kann, was es will, aber auf eine Beschwerde eines Rechts, in seinen Rechten verletzten Betroffenen, also eines Urhebers, den jeweiligen Inhalt sperren oder löschen muss. Das ist das Prinzip des Notice and Takedown.
Diese Haftungsschilde haben wesentlich dafür gesorgt, dass sich Digitalunternehmen in den USA weitgehend unabhängig von rechtlichen Vorgaben entwickeln konnten. Und zu diesen Haftungsschilden des Medien- und Urheberrechts kommen noch zwei für das amerikanische Modell charakteristische Komponenten hinzu. Das ist einmal die weitgehende Zurücknahme des Kartellrechts gegenüber Digitalunternehmen, die es diesen erlaubt hat, in kürzester Zeit in unglaubliche Größendimensionen vorzustoßen. Dafür gibt es mehrere Gründe, darunter die in den späten 90er Jahren einsetzende Ausrichtung des amerikanischen Kartellrechts auf die Konsumentenwohlfahrt statt auf die Begrenzung privater Macht, aber auch das Vertrauen darauf, in der digitalen Welt sei der Wettbewerb just a click away und etablierte Marktpositionen würden von der technologischen Entwicklung fortwährend untergraben. Ein weiteres für die Technologielibertinage amerikanischer Prägung wichtiges Element ist das weitgehende Fehlen eines Datenschutzrechts. Obwohl die Amerikaner das sogenannte Right to Privacy Anfang des 20. Jahrhunderts selbst erfunden haben, um den damaligen Auswüchsen der aufblühenden Boulevardpresse zu begegnen, haben sie das vom deutschen Bundesverfassungsgericht entwickelte und später in die EU exportierte Recht auf informationelle Selbstbestimmung nie wirklich rezipiert. In der Konsequenz sind Internetunternehmen mehr oder weniger frei darin, die personenbezogenen Daten ihrer Nutzer zu sammeln, zu analysieren und dann zu kommerzialisieren, sei es für personalisierte Werbung, sei es für andere Zwecke. Und genau dieser Ansatz setzt sich auch im Bereich der künstlichen Intelligenz fort. Das weitgehende Fehlen eines Datenschutzrechts führt dazu, dass Großunternehmen wie Google, Facebook oder Amazon die bei der Nutzung ihrer Systeme anfallenden riesigen Datenmengen für das Training von KI-Systemen nutzen können. Und anders als in der EU gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Artificial Intelligence Act und auch keine Planung dafür. Immerhin hat Präsident Biden Ende Oktober 2023 eine sogenannte Executive Order zur künstlichen Intelligenz erlassen, die einige Fragen aufgreift, die auch im KI-Gesetz der Europäischen Union geregelt sind. Aber das ist lediglich eine Weisung an Bundesbehörden und kein bindendes Gesetz. Es geht inhaltlich vor allen Dingen um die Gewährleistung von Trustworthy AI durch Schutz der Rechte von Verbrauchern, Arbeitnehmerinnen, Mietern, Patienten, Passagieren und Studenten. Aber es betont neben den Risiken sehr stark auch die Chancen künstlicher Intelligenz, insbesondere im Bereich der Gesundheitsvorsorge und bei der Bekämpfung des Klimawandels. Und das wird so umgesetzt, dass man Augenmerk darauf legt, den Wettbewerb im Markt für KI offen zu halten und in der internationalen Konkurrenz um die Anwerbung der besten menschlichen Talente in diesem Bereich sich gut zu positionieren. Soweit zu den USA. China profiliert sich in der digitalen Welt immer mehr als der große Gegenspieler der Vereinigten Staaten und es hat damit einige große Internetunternehmen hervorgebracht, die den amerikanischen kaum noch nachstehen, uns aber nicht geläufig sind, vom Namen her, den meisten von uns jedenfalls nicht, Baidu, Tencent, Alibaba. Wegen der hohen Bevölkerungszahl und dem daraus resultierenden riesigen Binnenmarkt können Internetunternehmen in der Volksrepublik China Nutzerzahlen erreichen, die diejenigen ihrer amerikanischen Konkurrenten leicht übertreffen. Trotzdem hat es ein richtiges Laissez-faire wie in USA in China nie gegeben. Die chinesischen Digitalunternehmen waren zwar frei darin, ihre Geschäftsmodelle zu entwickeln und am Markt durchzusetzen, doch sie blieben stets unter der Kontrolle des Staates. Die KI-Diensteanbieter sind beispielsweise verpflichtet, den Output zu moderieren und inhaltlich zu beschränken, sodass sozialistische Grundwerte gefördert werden. Nicht nur muss ihr Geschäftsgebaren dem Willen der chinesischen Führung entsprechen, sie sind vor allem auch dazu verpflichtet, die Daten ihrer Nutzer umfassend mit staatlichen Institutionen zu teilen.
Und von diesen Eingriffsbefugnissen macht der chinesische Staat inzwischen regen Gebrauch. Zum einen schreitet er gegen Unternehmen ein, die sich unbotmäßig verhalten, wenn etwa die App des Fahrdienstanbieters Didi in allen App-Stores gelöscht wird und dazu eine astronomische Geldbuße verhängt wird, weil man sich ohne Erlaubnis der Führung auf den amerikanischen Kapitalmarkt begeben wollte. Aber vor allen Dingen auch, indem der Zugang der Unternehmen zur Bevölkerung und die darauf basierenden Datenbestände dafür genutzt werden, umfassende staatliche Überwachungs- und Kontrollsysteme aufzubauen. Das Ideal der chinesischen Führung scheint ein internetbasierter Überwachungsstaat zu sein, der mit Hilfe von Kameras, Sensoren, Daten und künstlicher Intelligenz die Bürgerinnen und Bürger auf Schritt und Tritt verfolgt, Persönlichkeitsprofile erstellt und ihr Verhalten durch sogenanntes Social Scoring fortlaufend bewertet. Mit dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz werden sich die Fähigkeiten des Überwachungsstaats chinesischer Prägung und sein ökonomisches Potenzial nochmals massiv verstärken. Der ungebremste Zugriff des Staates auf die riesigen Datenmengen, die bei privaten Digitalunternehmen anfallen, verschafft China einen uneinholbaren Vorsprung bei der Entwicklung von KI-Systemen, deren Qualität insbesondere vom Training mithilfe großer Datenmengen abhängt. Selbst im Vergleich zu den USA, insbesondere aber im Vergleich zu der an ein barockes Datenschutzrecht gefesselten EU. Auf der Anwendungsseite eröffnet die Verknüpfung von Smart Cities mit KI-Software zur Gesichtserkennung und zur Gangerkennung einzigartige Möglichkeiten individualisierter Kontrolle. Und die Rechtsgrundlagen dafür zeichnen sich bereits ab. Es gibt seit August 2023 sogenannte Interim Measures for the Management of Generative Artificial Intelligence Services, also eine Art KI-vorläufige Verordnung, die ähnliche Anforderungen stellt wie das KI-Gesetz der EU, soweit es um Transparenz, Sicherheit, nicht diskriminierenden Charakter geht, aber es ist an einer zentralen Stelle wesentlich zurückhaltender, denn es verzichtet darauf, die Basismodelle zu regulieren, anders als das KI-Gesetz, und es gilt insofern als innovationsfreundlich. Auf der anderen Seite erhält es alle aus der bisherigen Politik bekannten Vorbehalte zugunsten staatlicher Macht- und Kontrollbefugnisse. KI-Anwendungen, deren Outputs die öffentliche Meinung beeinflussen könnten, bedürfen eines vorherigen behördlichen Sicherheitsclearings, und ganz generell müssen die mithilfe von KI produzierten Inhalte die sozialistischen Werte hochhalten. Illegale Inhalte müssen vermieden oder gesperrt und illegale Nutzeraktivitäten verhindert werden. Die Europäische Union nun gilt als das dritte Digital Empire. Und man fragt sich auf den ersten Blick, warum eigentlich? Denn anders als die Vereinigten Staaten und China verfügen die Mitgliedstaaten der EU weder über Unternehmen vom Schlage Amazon, Apple oder Google, noch von der Größe von Alibaba, TikTok oder Didi. Das einzige in der EU ansässige Digitalunternehmen nennenswerter Größe ist SAP, und es ist auf Unternehmenssoftware spezialisiert. Gleichwohl ist die EU als Teilnehmer des Wettbewerbs um die richtige Regulierung von digitaler Technologie ernst zu nehmen. Europa hat zwar weder die innovativste Technik noch die stärksten Unternehmen, wohl aber eine gut geölte Gesetzgebungsmaschine. Die Brüsseler EU-Kommission ist entgegen manchem Vorurteil gerade keine Exekutive im herkömmlichen Sinne einer vielköpfigen bürokratischen Vollzugsorganisation, sondern zuallererst eine relativ schlanke Regelsetzungsinstanz. Ihr obliegt im Normalfall das Initiativrecht für europäische Richtlinien und Verordnungen, und von den damit verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten macht sie regen Gebrauch, gerade auch im Bereich der Digitalisierung. Der Startschuss für die europäische Gesetzgebung für Digitalunternehmen war die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr aus dem Jahr 2000, die allerdings den amerikanischen Ansatz der Technologie-Libertinage zunächst übernahm und Internetplattformen weitgehend von Haftung für nutzergenerierte Inhalte freistellte. Die gelassenen Lücken davon hat dann der
deutsche Bundesgerichtshof dafür genutzt, nicht nur bei der Verletzung von Rechten geistigen Eigentums, sondern auch bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen Abwehransprüche zu gewähren, die etwa Verletzung der Privatsphäre oder die Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen sanktionieren und auch insoweit dem Prinzip des Notice and Takedown folgen. Und damit konnten die schlimmsten Auswüchse einer völlig freigestellten Internetkommunikation, wie man sie teilweise aus den USA berichtet erhält, vermieden werden. Ein erster Meilenstein bei der stärkeren Regulierung der Internetplattformen durch Gesetze war dann die Datenschutzgrundverordnung aus dem Jahr 2018, mit dem das deutsche Datenschutzgesetz de facto europäisiert worden ist und die das Recht der Unternehmen zur Sammlung, zur Speicherung, zur Analyse und zur kommerziellen Nutzung personenbezogener Daten stark einschränkt, ohne es völlig auszuschließen. Ein zweiter wichtiger Markstein ist das 2022 verabschiedete Gesetz über digitale Dienste oder Digital Services Act, der insbesondere soziale Medien dazu verpflichtet, gegen Hassrede vorzugehen, sowie sonstige persönlichkeitsrechtsverletzende Nutzerinhalte zu sperren. Das geht auch auf deutsches Vorbild zurück, dieser Digital Services Act, nämlich auf das Netzwerkdurchsetzungsgesetz von 2017. Schließlich hat die EU im vergangenen Jahr das Kartellrecht an die Digitalwirtschaft angepasst mit dem Digital Markets Act oder Gesetz über digitale Märkte. Während das Kartellrecht normalerweise reaktiv funktioniert, also auf Rechtsverstöße der Unternehmen reagiert durch Bußgelder und Untersagungsverfügungen, wogegen die Unternehmen dann wieder Rechtsschutzmöglichkeiten haben, die sich häufig über Jahre hinziehen, ermöglicht es der DMA ex ante präventiv den Unternehmen Vorschriften zu machen, also bestimmte Praktiken zu verbieten oder Verhaltensweisen am Markt vorzuschreiben. Die EU hat mit dieser Regulierungsstrategie mit China gemeinsam, dass die Regulierung der Digitalwirtschaft nicht ausschließlich dem Markt überlassen wird. Die Ziele der europäischen Digitalregulierung unterscheiden sich jedoch fundamental von denjenigen, die die chinesische Politik verfolgt. Kurz gesagt geht es der EU nicht um die Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für einen Überwachungsstaat, sondern im Gegenteil um dessen Verhinderung durch Ermächtigung des Einzelnen beziehungsweise durch die Ausstattung mit liberalen Rechten, eben etwa dem Datenschutzrecht oder auf Löschung persönlichkeitsverletzender Inhalte. Dieses Ziel teilt die EU mit den USA, wobei im Unterschied zu den USA die Zielerreichung nicht bloß den Marktkräften anvertraut wird, sondern eben gesetzlich eingegriffen wird. Habe ich hier eine Folie vergessen? Das war die Datenschutzgrundverordnung. Jetzt stellt man sich die Frage, wenn es so drei unterschiedliche Regelungsstile gibt, und die EU wirtschaftlich von diesen drei Akteuren der Schwächste ist im Bereich der Digitalwirtschaft, welchen Nutzen wird dann das Gesetz überhaupt haben? Wer wird sich darum scheren? Optimisten glauben, die EU könne das Verhalten der großen Digitalunternehmen weltweit steuern. Das chinesische Modell eines totalen Überwachungsstaats mit digitalen Mitteln sei für viele Länder abschreckend. Wenn auch für autoritär geführte Länder sehr attraktiv, die es auch begierig aufsaugen. Demokratisch orientierte Länder hingegen würden sich eher an Europa orientieren, weil die USA ihre Aufgabe als Regulierer der Digitalwirtschaft nicht wahrnehmen, sondern ganz auf den Markt setzen. Und so werde sich die europäische Regelung als Vorbild durchsetzen. Die EU-Kommission nimmt ihre Rolle als globaler Regulierer inzwischen bewusst wahr und versucht ein Branding der eigenen Rechtsakte. Während seit den Anfängen der europäischen Gemeinschaften es üblich war, die Richtlinien und Verordnungen, ist das, was die EU allein erlassen darf, schmucklos mit Nummer und Jahreszahl zu bezeichnen,
trägt die Verordnung in Klammern EU 2022/2065 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste den stolzen Titel Gesetz über digitale Dienste oder Digital Services Act. Diese Wortwahl ist eine Anleihe bei international prägend gewordenen US-amerikanischen Rechtsakten, insbesondere dem Sherman Act und dem Clayton Act von 1890 und 1914 zum Kartellrecht und dem Securities und Securities Exchange Acts aus 1933/34 zum Kapitalmarktrecht, damals als Reaktion auf den Börsencrash am Schwarzen Freitag. Und die Regulierung künstlicher Intelligenz folgt genau diesem Muster. Man nennt diese Artikelsammlung Gesetz über künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence Act, obwohl es eigentlich eine EU-Verordnung ist. Tatsächlich hängt der Erfolg als globaler Standardsetzer aber nicht am Branding und auch nicht an der Überzeugungskraft der jeweiligen Inhalte nur, sondern an einem Wirkungsmechanismus, der in den Wirtschaftswissenschaften unter dem Schlagwort California Effect bekannt geworden ist. Trading up. Innerhalb der Vereinigten Staaten ist der Bundesstaat Kalifornien derjenige, der in der Regel die strengsten Verbraucher- und Umweltschutzstandards setzt. Wegen der Größe Kaliforniens mit über 40 Millionen Einwohnern kann es sich kein bundesweit agierendes und amerikanisches Unternehmen leisten, diesem Markt fernzubleiben. Dann steht das Unternehmen vor der Wahl, die Gestaltung der eigenen Produkte entweder an verschiedenen Standards auszurichten, also eins für Kalifornien zu entwickeln, eins für Texas und eins für New York, oder von vornherein zu vereinheitlichen. Und das geht nur, wenn man sich am strengsten Standard orientiert und damit alle übrigen mit einhält, und das ist der Standard Kaliforniens. Und bei physischen Produkten, die an die Verbraucher in der jeweiligen Jurisdiktion vertrieben werden, ist die einheitliche Produktgestaltung in aller Regel kostengünstiger als die Diversifikation nach unterschiedlichen Standards, sodass es zu einem Race to the Top kommt. Der strengste Standard setzt sich durch. Das ist der California Effect. Und die Hoffnung ist, dass es sich im globalen Maßstab mit Europa genauso verhält. Und das nennt man den Brussels Effect. Ja? Die Durchsetzung des anspruchsvollsten Standards im Regulierungswettbewerb, und das ist wichtig, beruht nicht auf dem besseren Argument oder Grundwerten geteilten, sondern auf einem betriebswirtschaftlichen Kalkül. Und das funktioniert bei physischen Produkten, Autos und sowas, aber nicht, wenn sich der Anbieter dem Wettbewerb der Rechtsordnung dadurch entziehen kann, dass er in einer Niedrigstandardjurisdiktion produziert und verkauft an Konsumenten, die in einer Hochstandardjurisdiktion leben. So ist es bei Finanzprodukten. Ja, die meisten in Deutschland angebotenen Anlageprodukte stammen aus Luxemburg, ja, von Tochtergesellschaften europäischer Banken, weil da die Standards am niedrigsten sind. Und auch bei dem Sitz von Aktiengesellschaften, also dem Gesellschaftsstatut. In USA ist es so, dass 60% der größeren Unternehmen in Delaware ihren Sitz haben, weil da das Gesellschaftsrecht nach Ansicht vieler den niedrigsten Standard bildet. Und das ist dann ein Race to the Bottom. Und deswegen stellt sich die Frage, ob jetzt mit Blick auf die KI-Regulierung wir auf ein Race to the Top, auf den California-Effekt setzen können oder vielmehr mit dem Delaware-Effekt, Race to the Bottom, rechnen müssen. Dazu zwei Bemerkungen. Zum einen, das KI-Gesetz gilt für KI-Anwendungen unabhängig davon, wo sie hergestellt wurden und erdacht wurden, sondern es kommt darauf an, dass sie im Binnenmarkt angeboten werden. Es gilt also zum Beispiel auch, wenn das Gesetz in Kraft tritt, für Anbieter wie OpenAI oder Anbieter aus China. Insofern kann es also zu einem Race to the Bottom in dem Sinne, dass europäische Verbraucher mit Produkten konfrontiert werden, die diesen Standards gar nicht genügen, zu dem kann es nicht kommen.
Die andere Frage ist, ob sich Europa im internationalen Bereich mit diesem Ansatz durchsetzen wird. Und das Hauptbeispiel für den Fall, wo das gelungen sein soll und der Brussels-Effekt sich sozusagen sein Haupt erhoben haben soll, wird die Datenschutz-Grundverordnung genannt, die eine Karriere rund um die Welt bis hin zum California Consumer Privacy Act hingelegt habe. Das hält aber einer genaueren Überprüfung nicht stand. Zwar ist es richtig, dass Europa mit der Anerkennung eines Rechts auf Datenschutz einen international beachteten Punkt gesetzt hat, ja, und dieses Recht an sich auch kaum mehr bestritten wird, aber die Einzelheiten der Regulierung von Datenspeicherung und Nutzung, wie sie in der DSGVO ausbuchstabiert sind, hat kaum ein Land übernommen. Und auf der betriebswirtschaftlichen Ebene ist es so, dass zwar Google, also Alphabet und Meta, Facebook, ihre Geschäftsbedingungen, was die Datennutzung anbetrifft, weltweit an die DSGVO angepasst haben, aber damit sind sie wohl eher Erwartungen ihrer Nutzer entgegengekommen und ein Großteil der amerikanischen Unternehmen ist diesem Beispiel nicht gefolgt. Wie sieht es nun speziell bei KI aus? Wenn, soweit die EU den Anbietern von Basismodellen Pflichten auferlegt, stehen die vor der Wahl, entweder diese Pflichten einzuhalten oder den europäischen Markt insgesamt zu meiden. Geht man davon aus, dass Europa mit über 400 Millionen Verbrauchern immer noch zu wichtig ist, als komplett vermieden zu werden, müssen diese Pflichten also eingehalten werden. Und man muss sich nur den Namen Basismodell vor Augen halten, um zu sehen, das kann man da nicht differenzieren und sagen, oder es hat keinen Sinn, das zu differenzieren. Wenn man die Kosten aufwendet, um diese Pflichten auf Trainingsdaten, Transparenz und Dokumentation einzuhalten, dann macht man das für das Modell insgesamt. Sodass also durchaus etwas für den Brussels-Effekt spricht. Die Hoffnung, damit zum globalen Standardsetzer zu werden, ist im Bereich der Basismodelle jedenfalls nicht unbegründet. Jetzt komme ich zu meinem letzten kurzen Teil, nämlich zu der Frage, was ist eigentlich davon zu halten? Also ist das gut, dass man das reguliert, oder sollte man es nicht regulieren? Und diese Diskussion wird in der Regel geführt, als gäbe es diese binären Optionen. Ja? Wir regulieren oder wir machen laissez-faire. Aber es gibt noch was dazwischen. Dieses laissez-faire ist gar kein laissez-faire, wenn man es nicht mit solchen Haftungsschilden versieht, wie es in den USA und eingeschränkt auch in Europa geschehen ist in der Vergangenheit. Aber für KI-Anwendungen besteht überhaupt kein Zweifel, dass sie dem allgemeinen Haftungsrecht unterliegen, das etwa eingreift, wenn Personen diskriminiert werden, wenn ihre Privatsphäre verletzt wird, wenn Beleidigungen ausgesprochen werden oder wenn es, man denke an autonome Autos oder Medizinprodukte, zu Körperverletzungen oder gar zu Tötungen kommt. Mit dieser Haftung muss der Anbieter von KI immer rechnen, der Nutzer im Übrigen auch. Und da Haftung Kosten bedeutet, generiert sie den Anreiz, das eigene Verhalten und die eigenen Produkte von vornherein so zu gestalten, dass Schäden möglichst vermieden werden. Insofern äußert die Androhung einer Haftung verhaltenssteuernde Wirkung ex ante im Interesse des Rechtsschutzes. Von der Regulierung unterscheidet sich Haftung in zwei Punkten, nämlich dem Zeitpunkt der Regelsetzung und der Instanz der Regelsetzung. Regulierung vom Typ KI-Gesetz setzt auf Vorschriften ex ante, also zu einem Zeitpunkt, in dem sich noch gar keine Risiken realisiert haben. Die Instanz, die diese Anforderungen formuliert, ist die Legislative, also eine Zentralgewalt, im Fall der EU das Triumvirat aus Kommission, Rat und Parlament. Das Haftungsrecht hingegen kommt erst ex post zum Einsatz, wenn sich das Risiko schon verwirklicht hat und zu Schäden verdichtet hat, und Entscheidungsinstanz ist typischerweise ein Zivilgericht oder irgendein anderes Gericht in
in der EU, also im Binnenmarkt, dass dezentral anhand des dann vorhandenen Wissensstandes entscheidet, ob das fahrlässig war oder nicht, ob das ein Fehler war oder nicht. Verhaltensregulierung durch zentral gesetzte Geh- und Verbote an ex ante ist vorzugswürdig, wenn die zentrale Gesetzgebungsinstanz zu einem frühen Zeitpunkt über Informationen verfügt, die das Abschätzen von Chancen und Risiken und dessen Verdichtung zu konkreten Verhaltensvorgaben ermöglicht. Wenn beispielsweise Parlament und Regierung auf der Basis von medizinischen Studien ziemlich genau wissen, dass das Tragen von Atemmasken die Verbreitung von Viren einer schweren Erkrankung wesentlich eindämmt, dann ist es sinnvoll, eine entsprechende Verpflichtung gesetzlich oder im Verordnungswege zu treffen, statt die Aufgabe auf später und auf Gerichte abzuschieben, die dann entscheiden müssten, ob das rechtmäßig war oder nicht. Bei neuen Technologien jedoch, deren Risikopotenzial noch nicht genau abgeschätzt werden kann, liegt es umgekehrt. Der Gesetzgeber kann eigentlich gar nicht genau wissen, was er anordnen soll, denn er verfügt gar nicht über die für eine exakte Risikoabschätzung nötigen Informationen und es fällt schwer, klare Verhaltensstandards zu formulieren. Und genau diese Verlegenheit sieht man dem KI-Gesetz an. Die substanziellen Vorgaben bestehen in abstrakten Ermahnungen zur Gewährleistung von Sicherheit, Robustheit, Verlässlichkeit, zum fortwährenden Risikomanagement. Doch der konkrete Inhalt dieser Pflichten bleibt offen. Die spezifischen, durchsetzbaren Anforderungen beziehen sich vor allen Dingen auf Dokumentation, Transparenz, Überwachung, was enorme Kosten verursacht, jedoch wenig Sicherheitsgewinn bringt. An fehlender Transparenz ist noch niemand zugrunde gegangen. Aus diesen Gründen wäre es besser gewesen, denke ich, die Dinge auf der regulatorischen Ebene erst einmal sich entwickeln zu lassen und etwa auftretende Schäden mit Hilfe des Haftungsrechts aufzufangen. Bei gravierenden Fehlentwicklungen wären die Behörden auch ohne des KI-Gesetzes aufgrund des bestehenden Produktsicherheitsgesetzes ohnehin zum Eingreifen ermächtigt gewesen. Letzte Frage, ist das Haftungsrecht überhaupt geeignet, so eine Rolle zu spielen? Und darüber kann man jetzt auch lange reden. Ich will nur summarisch feststellen, zeitgleich mit dem KI-Gesetz hat die EU auch eine Reform ihrer Produkthaftungsrichtlinie auf den Weg gebracht, die dieses Gesetz aus dem Jahr 1985 gewissermaßen fit gemacht hat für das digitale Zeitalter. Jetzt ist auch Software jeder Art, auch wenn sie nicht mit einem physischen Produkt verbunden ist, ein Produkt in diesem Sinne und der Hersteller haftet verschuldensunabhängig für entsprechende Fehler. Das wäre meines Erachtens der richtige Regulierungsansatz gewesen. Damit hätte man es bewenden lassen können. Deswegen halte ich es für schwer verständlich, dass die EU jetzt ein Regulierungskorsett für eine Technologie in Kraft setzt, die noch in ihren Anfängen steckt, sich stürmisch entwickelt und deren Risiken kaum abschätzbar sind, sodass konkrete Sicherheitsstandards gar nicht formuliert werden können. Allerdings, eben wegen seiner Vagheit, die jetzt sich in politischen Appellen ausdrückt, das Gesetz nicht zu strikt anzuwenden, gerade wegen dieser Vagheit ist auch nicht zu befürchten, dass es die technische Entwicklung innerhalb der EU abwürgen wird. Soweit das Gesetz ex ante durchsetzbare Pflichten enthält, stellen diese zwar eine Bürde dar, die es vor allem kleinen Unternehmen nicht leichter macht, im globalen Wettbewerb zu bestehen, aber sie verbieten keine technische Fortentwicklung. Allerdings sind es gerade diese kleineren Unternehmen, auf die Europa im Bereich KI überhaupt noch zählen kann. Erneut schauen wir vor allem auf die Risiken, während China begierig die Potenziale der neuen Technik für seine totalitären Ziele nutzt und die Vereinigten Staaten neben den Risiken vielmehr auch die Chancen im Blick haben und im Übrigen den technologischen Wettbewerb befördern wollen. Die EU mag mit dem KI-Gesetz zum obersten globalen KI-Regulierer durch den Brussels-Effekt aufsteigen,
Doch den Wettbewerb um die beste Technologie, die besten Talente im Bereich KI und um die besten Unternehmen wird sie so nicht gewinnen. Und davon und nicht so sehr von der Regulierung hängt unsere wirtschaftliche Zukunft ab. Vielen Dank. Thank you.
Sie haben gemerkt, da hat nicht die KI halluziniert, sondern das war der Beethoven. Ich würde sehr herzlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Podiums jetzt auf die Bühne zu mir bitten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da wir das, was wir eben gehört haben und wofür wir von Herzen dankbar sind, jetzt nicht in der großen Runde und im ganzen Auditorium diskutieren können, tun wir das hier auf dem Podium, wenigstens kurz. Sie haben ja nachher hüben und drüben auf beiden Seiten des Saals Gelegenheit, auch untereinander noch ins Gespräch zu kommen. Sie ahnen, ich werde die Teilnehmenden am Podium jeweils nach einer einleitenden Frage an Sie vorstellen. Sie ahnen, da muss man die Juristin fragen zuerst, nachdem wir den Vortrag gehört haben. Liebe Frau Molnar-Gabor, kennt das Haus gut, weil sie ein Mitglied der erwähnten interdisziplinären Arbeitsgruppe war. Das sage ich jetzt nicht immer noch dazu, aber ich sage wenigstens kurz dazu, dass sie Professorin für internationales Medizin- und Gesundheitsrecht und Datenschutzrecht an der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg, wo Günter Stocks Studium begann, sind und Forschungsgruppenleiterin am BioQuant-Zentrum. Und ich würde Sie natürlich sehr, sehr gern fragen, Frau Molnar-Gabor, was sagen Sie denn als Juristin zu dieser Perspektive auf die Gesetzgebung und was für Haftungsordnungen, / Regulierungen würden Sie sich wünschen? Vielen herzlichen Dank, Herr Markschies, auch für die Einladung und ich freue mich sehr, hier anlässlich dieser Feier für Günter Stock dabei zu sein. Und in der Tat hatte ich die Möglichkeit, mit ihm zusammenzuarbeiten in der IAG, wo wir eben uns mit diesen Fragen, welche Vorschläge wir entwickeln sollten für die Regulierung sowohl des Haftungsrecht als auch des Datenschutzrecht betreffend, welche wir vorschlagen sollten. Und in der Tat haben wir uns auch mit den Herausforderungen, die unser Vortragender heute erwähnt hat, für die Regulierung von KI-Systemen aus der Perspektive des Haftungsrechts auseinandergesetzt, was damit zu tun hat, dass wir hier einen hohen Grad an Vernetzung von Akteuren unterschiedlicher Kausalitäten, Multi- und indirekter Kausalitäten im Zusammenhang haben und eine selbstlernende Eigenschaft von diesen Systemen, was erschwert, verschiedene Ergebnisse zu Handlungen dann zuzuordnen, also die Zurechenbarkeit auch, aber auch die Aufdeckung von Kausalitäten. Und das Gleiche gilt, wenn man über das Datenschutzrecht nachdenkt in Bezug auf Herausforderungen, dass wir hier auch durch KI-Systeme, obwohl wir eine Rechtsgrundlage brauchen, um mit den Daten zu arbeiten, häufig dann scheitern, hier eine entsprechende Rechtfertigung zu identifizieren, weil die Einwilligung nicht mehr tauglich ist, weil die Betroffenen die Tragweite nicht mehr einschätzen können, aber auch in Bezug auf Umsetzung von Datenschutzprinzipien, wie zum Beispiel Datenminimierung, wo wir verschiedene Daten brauchen, um entsprechende Systeme zu entwickeln, aber es ist schwer zu sagen, welches Datum genau für welche Eigenschaft des entwickelten Systems notwendig ist. Das Gleiche gilt dann auch für KI-Systeme in Bezug auf Mustererkennung, wo man gegebenenfalls sensitive Daten in das System füttert. Ich denke an Patienten mit seltenen Erkrankungen, wo diese Muster dann wieder erkannt werden können, wenn man sie aus dem System ausliest. Und ich habe diese Diskussionen in Bezug auf Umgang mit Risiken sehr viel gelernt und das möchte ich jetzt in diesem kleinen Eingangsstatement auch mit eine Bewertung sozusagen, ob das Datenschutzrecht tatsächlich ein Hindernis darstellt, verbinden.
Im Haftungsrecht ist es, denke ich, auch so, dass diese verhaltenssteuernde Wirkung in Bezug auf Prävention von schadensverursachenden Handlungen sehr wichtig ist. Und dabei ist sicherlich auch wichtig, dass man einen Rahmen setzt, gesetzgeberisch, wie mit Risiken umgegangen werden soll. Weil natürlich, wenn gewisse Handlungen sozusagen nachteilig, weil ein Schadensausgleich anfällt, wirken, dann werden diejenigen, die KI-Systeme betreiben oder aufrechterhalten, versuchen, dieses Verhalten zu vermeiden. Das hat tatsächlich eine Auswirkung auf den Umgang mit Risiken, aber auch auf die Definition von Verantwortlichkeiten. Und im Datenschutzrecht ist es auch so, dass der Gesetzgeber einen gewissen Rahmen für die Abwägung von Risiken vorgibt, also widerstreitende Rechtspositionen, die datenschutzrechtlich relevant sind, miteinander abgewogen werden müssen. Verarbeiterinteressen mit Schutzinteressen, und dafür gibt es einen Rahmen. Und es ist häufig so, dass dieser Rahmen dann technisch umgesetzt werden soll, also das, was wir normativ erreichen wollen, technisch durch die technische Infrastruktur gewährleistet wird und das bereits einen Rahmen vorgibt, wo eben gewisse Risiken vermieden werden sollten, die Handlungsoptionen von Akteuren eingeschränkt werden. Ich denke allerdings, dass viele Regelungen, auch in der DSGVO spezifisch, eine relativ große Freiheit bei dieser Abwägung von widerstreitenden Rechtspositionen für die Rechtsanwender belässt. Das bedeutet, dass ich denke, dass wir hauptsächlich ein Problem in Bezug auf Datenschutzrecht mit der Rechtsanwendung und weniger mit dem Gesetz oder mit der DSGVO selbst haben. Ich denke auch, dass es neue Entwicklungen in Bezug auf sichere Datenräume, die auch als Abwägungsräume verstanden werden können, notiert werden muss. Wir haben den European Health Data Space, was Gesundheitsdaten anbelangt, wo die mitgliedstaatlichen Infrastrukturen vernetzt werden, wo vieles möglich wird im sicheren Rahmen, was auch in Deutschland durch das Gesundheitsdatennutzungsgesetz umgesetzt wird und eben diese Risiken vorausschauend dann entsprechend gesetzgeberisch zu gestalten, aber die Freiräume zu belassen, ist die Aufgabe einer Gesetzgebung, denke ich. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich ahne, das wäre ein spannendes Gespräch, was Sie und Herr Wagner miteinander führen. Und wir finden gewiss auch mal eine Gelegenheit, wo wir das Gespräch, so dass wir alle folgen können, noch etwas fortsetzen können. Lieber Herr Makel, ich würde Sie gern fragen, Sie sind unter anderem einer der Direktoren des Berlin Institute for the Foundations of Learning and Data, BIFOLD. Sie sind gleichzeitig nicht nur Informatiker, Datenbankforscher, sondern auch Inhaber der Professur für Datenbanksysteme und Informationsmanagement an der Technischen Universität. Ich würde Sie ja zu Beginn gern fragen, wenn Sie anschauen, was in Deutschland für Forschung zu Ihrem Thema ausgegeben wird und das einfach mit dem Forschungsbudget von Microsoft vergleichen. Sind Sie verzweifelt oder haben Sie eine Nische gefunden, wo Sie sagen, ach, lass doch die mit ihrem vielen Geld, ich habe einen Punkt, wo ich tätig sein kann. Also wie schätzen Sie diesen wunderbaren Vergleich, den er aufgemacht hat, USA, China, na, da wird man nicht arbeiten wollen, aber sozusagen USA, Deutschland, allein im Blick aufs Forschungsbudget ein. Ich frage mich ja immer, warum treten wir nicht massiver auf für eine Erhöhung des BMBF-Etats? Also, oder so. Ja, es ist zum einen gilt natürlich schon, viel hilft immer viel, das ist ganz klar. Das heißt, mehr Geld ist immer wertvoll. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch mit geringeren Budgets Nischen besetzen und auch in Nischen erfolgreich sein, wie Sie schon gesagt haben. Und das gelingt uns in Deutschland, in Europa, auch in vielen Bereichen, gerade, würde ich sagen, in der Grundlagenforschung zu ja, Technologien und Klaus-Robert Müller natürlich gerade im Bereich Machine Learning, mit dem wir auch sehr gerne irgendwie zusammenarbeiten, auch im BIFOLD-Kontext sehr, sehr gut. Aber auch im Bereich des Datenmanagements gibt es da sehr viele Erfolge, die zu Top-Publikationen führen, zu auch praktischen Auswirkungen in Startups geführt haben. Das Problem ist dann eher die nächste Sache, denn irgendwann sollen ja auch diese Technologien dann in die Anwendung getragen werden und im Idealfall Anwendung auch im Bereich von
Unternehmen, Startups und so weiter. Und da haben wir tatsächlich Probleme. Und das geht einher. Zum einen sicherlich spielt Forschungsbudget in einigen Bereichen da eine Rolle. Also wir können uns nicht erlauben, wirklich große Modelle hier in Deutschland und Europa zu trainieren, wenn es jetzt um Maschinenlernmodelle geht. Wir haben das Problem, dass wir in Deutschland und Europa, es wurde auch schon angesprochen, eigentlich keine IT-Unternehmen ernstzunehmende haben, wenn man ganz ehrlich ist. SAP mal ausgenommen, aber SAP hat auch einen speziellen Fokus, wie wir alle wissen. Und das heißt, es ist auch gar nicht so leicht, einen Markt zu finden für die Ideen, die man dann entwickelt hat in Deutschland und Europa. Ja? Und dann ist sehr schnell die Gefahr, dass Startups, die hier entstehen, dann irgendwann mal aufgekauft werden von Unternehmen in China oder in den USA. Und dem zu entgegnen, dafür bräuchten wir zum einen ein größeres Ökosystem an Unternehmen, so wie es in der Automobilindustrie ja lange üblich war, das wir im IT-Bereich so nicht haben. Und das erfordert auch mehr Forschungsgeld, weil das heißt, dass mehr Leute forschen müssen, als es jetzt tun, damit so ein Forschungssystem und Ökosystem überhaupt entstehen kann. Zweites Problem ist aber in dem Kontext, das klang ja gerade auch schon ein bisschen an, der regulatorische Rahmen, der in einigen Bereichen doch einschränkend ist. Denn die ganzen rechtlichen Bestimmungen zu Datenschutz und jetzt auch der AI Act werden sicherlich auch dazu führen, das ist einfach zusätzliche Komplexität, gerade für Startups, die aus den Universitäten und Forschungseinrichtungen auch entstehen, um entsprechend voranzukommen. Also daher, es gibt schon Herausforderungen und generell mehr Geld würde sicher helfen, ein besseres Ökosystem aufzubauen. Und so ist auch Silicon Valley entstanden, das bloß am Rande. Das ist auch massive Förderung des Staates gewesen. Wir wissen also, welche politischen Aufgaben wir für den ohnehin schwierigen Bundeshaushalt 2025 haben. Lieber Herr Müller, ich würde Sie gern fragen, auch Sie gehören zu den überaus spannenden Berliner Personen. Sie haben den Lehrstuhl für maschinelles Lernen an der Technischen Universität und sind aus Potsdam gekommen, wenn ich das richtig sehe. Ich würde Sie gern fragen, also für einen Laien, wie ich das bin, ist bewundernswert das Tempo der Entwicklung. Von dem war ja auch schon die Rede und den Problemen, die das für jede Form von Regulierung setzt. Halten Sie die klassischen universitären und Wissenschaftsinstitutionen in Deutschland für Treiber dieser Entwicklung oder laufen die sozusagen hinterher? Ich will gern noch das durch ein Beispiel unterlegen. Ich glaube, jeder von uns hat diese Erfahrung gemacht des Halluzinierens von ChatGPT. Nicht? Also Sie probieren das und stellen dann fest, Ihnen werden bei der Frage, nenne mir eine Biografie, schreibe mir eine Biografie von Günter Stock Schriften genannt, die der nie geschrieben hat. Jetzt ist es aber so, dass unsere Akademieunternehmen mit den Daten, die sie selber erarbeitet haben, Programme trainieren, um eben dieses Halluzinieren zu vermeiden. Da war ich außerordentlich beeindruckt und dachte, es wäre großartig. Machen auch Verlage, De Gruyter mit Nietzsche Online und Ähnlichem, gibt es sicher einen Wettbewerb, aber sind wir bei der Fortentwicklung solcher auch für den Laien erkennbaren Probleme Treiber oder hinken wir hinterher? Und wenn wir hinterherhinken, was könnte man tun? Was empfiehlt die TU, was empfiehlt Bifold, was empfiehlt alles das, was Sie da so wunderbar machen in der Nachbarschaft? Okay, also ich muss jetzt starten, damit mit Ihnen zu schimpfen. Vielleicht weiß es niemand, aber wenn wir ChatGPT nutzen, dann braucht es ungefähr jede Anfrage ungefähr 100 Mal so viel Energie wie eine Google-Anfrage. So, wir können also jetzt uns überlegen, ne, ob wir unsere Kinder, die sich da auf der Straße ankleben, ernst nehmen oder ob die das überhaupt wissen, ob wir dieses Wissen haben, dass das einfach im Grunde das, was wir für Klimaschutz tun wollen, konterkariert. So, also das ist sozusagen ein erster Punkt mal. Das heißt, ein wichtiger Punkt wäre, dass man sich zum Beispiel um Systeme ausdenkt, die weniger halluzinieren, aber auch dafür mal energetisch besser wären. Also das wäre eine Aufgabe, die nötig wäre. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt,
nämlich viel Geld hilft viel. Also ein Kollege aus Stanford sagte, ja, das wäre eigentlich kein Problem, auch ein Foundation Model zu trainieren außerhalb der Industrie. Man bräuchte 100, 150 Millionen und damit hätte man ein Foundation Model. Und bei der Gelegenheit könnte man ja auch auf diese energetischen Sachen gucken. Ich fürchte nur, dass wir im Moment die nicht haben, obwohl wir 150 Millionen für allen möglichen Kram, möchte ich gerade sagen, ausgeben. Na, also ich finde, es gibt die Leute, die das machen, die sind hier auch verfügbar in Europa, in Deutschland und es gibt die Möglichkeit, Spezialisten anzuziehen. Wir in Berlin mit Bifold haben diese Möglichkeit sehr gut genutzt, sind in der Lage, Leute von überall auf der Welt anzuziehen. Und weil dieser, das war sehr schön gesagt, ne, es gibt diesen Wettbewerb um Köpfe, um Ideen, weil am Ende ist das vielleicht auch nochmal als Bemerkung, ist dieses Feld der KI oder insbesondere des maschinellen Lernens ein sehr mathematisches. Und interessanterweise ist eine bessere mathematische Idee auch praktisch besser in dem Feld. Ist nicht überall so, aber dieser Weg von der neuen mathematischen Idee zum Produkt dauert nicht, wie jetzt meinetwegen in der Automobilindustrie, wo ich mir was Neues überlege, dann 10 Jahre, bis das im Produkt ist, sondern kann 2 Wochen brauchen, bis da Geld verdient wird. Also und diese Geschwindigkeit, von der Sie gesprochen haben, die ist auch ein zentrales Thema. Dieser Geschwindigkeit kann man nur was entgegensetzen, indem man Kreativität und gute Ideen und gute Teams hat. Das haben wir natürlich. Wunderbar, das war ein, glaube ich, ganz berechtigter Werbeblock für Bifold. Das ist... Liebe Frau Buddeberg, Sie sind Professorin für praktische Philosophie in Wuppertal, sind aber, wenn ich das so sagen darf, akademisch sozialisiert in dem Exzellenzcluster Herausbildung normativer Ordnungen und in der politischen Theorie und Philosophie in der Frankfurter Goethe-Universität. Wir haben jetzt häufiger über die schnelle Entwicklung gesprochen und die Folgen, die sie an ganz vielen Stellen aufwirft. Wo steht die Nutzung? Wo steht die Nutzungsmöglichkeit aufgrund der großen Entwicklung? Vermutlich werden Sie immer wieder gefragt, wie ist denn das mit dieser schnellen Entwicklung? Wird sie die Kategorialdifferenz zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz irgendwann überwinden? Sind diese Dinge, wir hatten eine wunderbare Diskussion, die Berlin-Brandenburgische Akademie setzt KI zur Münzerkennung, zur Massenerkennung von Münzbildern ein. Und als wir das vorstellten, sagte Andreas Barner, Mitglied unseres Senats, etwas müde lächelnd, machen wir in der Medizin seit 20 Jahren und hat damit möglicherweise auch einen Eindruck davon gegeben, wo noch Nachholbedarf ist. Aber wie ist das? Müssen wir damit rechnen, dass die Dinge, die KI schon besser kann, zum Beispiel bestimmte Untersuchungsbilder der Medizin besser identifizieren als der übernächtigte Arzt nach so und so viel Stunden Dienst, dass die Singularitätsschranke menschlicher Intelligenz überwinden? Oder halten Sie das für so eine klassische Laienfrage, wie wird demnächst das autonom fahrende Auto meine Großmutter umnieten? Ja, vielen Dank. Das ist eine Frage, die sich in der Tat auch in der Philosophie natürlich immer wieder stellt. Ich weiß gar nicht, ob ich diejenige bin, die allein beantworten kann. Ich kann natürlich sagen, was ich dazu denke, was die menschliche Singularität ausmacht, wie nah KI daran ist. Da sitzen wahrscheinlich die beiden auf der anderen Seite, die dazu viel mehr sagen können. In der Tat, glaube ich, ist es gegenwärtig eigentlich Konsens, dass an der Singularität des Menschen nicht zu zweifeln ist. Also weil das alles sehr spezielle Formen von Leistungen sind, die KI bislang erbringt und dass das in vielem menschliche Fähigkeiten überschreitet, im Sinne von, dass sie besser Schach spielen oder dass sie auch viel schneller, viel mehr Datenmaterial auswerten können. Das ist, glaube ich, fraglos, aber das ist
deswegen noch nicht das ist, was wir eigentlich mit menschlicher Intelligenz meinen, ist, glaube ich, den meisten von Ihnen und uns klar. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass ich auch, wir haben ein Seminar zusammen unterrichtet über KI und Verantwortung, festgestellt haben, dass in ganz vielen Köpfen, und zwar unter anderem auch, glaube ich, inspiriert ganz stark durch Science-Fiction-Literatur, viele bereit sind, doch daran zu zweifeln, dass es diese individuelle Singularität oder diese menschliche Singularität wirklich noch gibt. Und wenn man die Studierenden fragte, ob sie sich denn auch vorstellen könnten, in KI zu verlieben, dann sagten die meisten, so erinnere ich mich zumindest, ja, heute vielleicht nicht, aber doch demnächst. Und da ist dann die Frage, wie nah wir eigentlich, also wie sehr was verschwindet. Und vielleicht nochmal zu dem Thema Verantwortung und KI, da würde ich dann in der Tat sagen, es liegt auch an uns, daran festzuhalten und darüber nachzudenken. Erstmal, dass wir durchaus unterscheiden müssen und können zwischen KI und menschlicher Intelligenz und der Singularität des Menschen. Und auf der anderen Seite uns natürlich aber auch fragen müssen sollen, also das ist natürlich auch, was in der Philosophie diskutiert wird, sind wir bereit, daran zu zweifeln, beziehungsweise die irgendwann aufzugeben? Oder müssen wir nicht auch, sollte es irgendwann technisch möglich sein, bei bestimmten Grenzen sagen, hier gehen wir nicht weiter, ja, also wie in der Genforschung etc. Und das sind dann durchaus Fragen, die wir vielleicht nicht allein mit dem Haftungsrecht klären sollten, sondern vielleicht durchaus auch mit Regularien. Aber ich hätte dazu vielleicht auch noch eine Frage, wenn ich da... Also ich fand es, also aus philosophischer Laienperspektive war das insofern ein interessanter Vortrag für mich, weil ich dachte, es sind im Grunde genommen das Hauptkriterium für die Frage, wie wir rechtlich mit KI umgehen, ist der internationale Wettbewerb zwischen nicht nur dem, also wer ist wirtschaftlich erfolgreicher, sondern welches System setzt sich durch. Und das ist natürlich eine Perspektive auf das Recht, die überhaupt nicht irrelevant ist, aber natürlich nur eine. Und die anderen Perspektiven, nämlich warum jetzt ausgerechnet die EU, wie Sie sagten, eine geölte Gesetzgebungsmaschine ist und vielleicht auch auf eine gewisse Weise bleiben sollte. Das war so was, wo ich so dachte, welche weiteren Aspekte spielen denn eine Rolle, neben dem, dass wir wirtschaftlich und politisch wettbewerbsfähig sein müssen, bleiben wollen. Und dazu auch ein bisschen die Frage, weil Sie am Schluss nochmal das Haftungsrecht mit dem regulatorischen verglichen haben, oder den Regulation, dass ich dachte, inwiefern ist eigentlich auf der Haftungsrechtsebene das nicht ähnlich gelagert? Also kann man wirklich sagen, dass sich dort das amerikanische Haftungsrecht nicht möglicherweise auch viel liberaler zeigt oder nicht? Das war, ist nicht so, interessanterweise. Gut, Dankeschön. Nach meinem Eindruck formt sich das Symposion, in dem wir über den Wagnerschen Vortrag diskutieren, und wir haben schon zwei Anmeldungen für interessante Gesprächsgänge. Ich würde, damit wir auch heute nicht nur den Abend mit Diskussionen verbinden, Ihnen noch gerne eine Abschlussfrage allen miteinander stellen, und die hängt mit dem Monitoring zusammen. Es erscheint so ungeheuer viel in diesem Bereich, dass Sie jedenfalls, wenn das nicht Ihr Hauptberuf ist, erhebliche Schwierigkeiten haben, das alles zu überblicken. Wir können ja auch nicht ständig solche Symposien machen. Wir haben seinerzeit als Akademie mit dem Gentechnologiebericht was gehabt, was einem in sehr einfacher Weise ermöglichte, mit Hilfe von Bänden und Kurzfassungen dieser Bände sich über den Stand zu orientieren. Besteht Ihrer Ansicht nach, das würde ich Sie fragen, aus Ihrer spezifischen Fachperspektive Bedarf für ein solches intertransdisziplinäres Monitoring des Themas, und wen würden Sie als die Institution sehen für ein solches Monitoring, oder sagen Sie einfach, ja, lies doch, gibt's alles längst? Ich weiß nicht, wer von Ihnen anfangen will. Herr Markel, Herr Müller, und dann wandern wir noch auf die Seite zu meiner Rechten. Ja, also es gibt
schon etliche Ansätze zu einem Monitoring auf den verschiedensten Ebenen. Also konkret zum Beispiel die Bundesregierung zusammen mit Akatech, die hatten diese Plattform Lernende Systeme ins Leben gerufen, wo es darum geht, so über lernende Systeme, maschinelles Lernen, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen und dann auch Defizite festzustellen. Und das läuft schon seit einigen Jahren. Die geben auch Schriften raus. Also da gibt es sicherlich einiges an Materialien, das man da schon sehen kann. Es ist aber natürlich so, dass diese Thematik, wie Sie auch gesagt haben, schon in der Diskussion auch schon ankam, auch von Klaus, sehr, sehr schnell natürlich voranschreitet und dass natürlich immer wieder neue Aspekte, neue Dinge kommen. Also wir wissen ja selbst, zum Beispiel die großen Sprachmodelle in ChatGPT gibt es jetzt noch nicht wirklich so lange. Und das hat das Ganze schon in dem letzten Jahr, auch gerade in der Öffentlichkeit, sehr stark beeinflusst, die Diskussion. Ja? Das heißt, es gibt schon viele neue Aspekte, die auch bisher noch nicht so ganz berücksichtigt wurden, aber es gibt schon einige Gruppen, wie eben konkret das Beispiel hier in Deutschland, diese plattformlernende Systeme. Herr Müller? Ja, also gut, wir diskutieren gerade über KI und Verantwortung, aber jetzt ist KI nicht das einzige Thema, was sich schnell bewegt. Na, also wenn ich mir vorstelle, wie schnell sich die Medizin bewegt und wie schwierig das ist, einen Überblick zu behalten in irgendeiner Disziplin, also Subdisziplin, also das ist nicht was, was jetzt neu gerade erfunden wird. Ne? Ich glaube, das Schwierige vielleicht ist, dass die KI jetzt mittlerweile in verschiedenen Wissenschaften auch in der Medizin angekommen ist. Also dieser, ich meine, wir wissen alle, dass heutzutage der meiste Fortschritt in den Wissenschaften an den Grenzen der Diszipline passiert. Und da sitzt, glaube ich, die KI. Was das aber nicht, also es macht es halt nicht leichter, weil man sozusagen das dann noch vermischt hat mit den ganzen Fortschritten in den Wissenschaften. Also ich glaube, der Ansatz, dass man die Akademien da einspannt, ob das jetzt die Akatech ist oder die BBAW oder die Leopoldina oder auch andere Institutionen, das ist, glaube ich, ein guter, weil da die entsprechende Expertise auch da ist. Die Geschwindigkeit, das macht mir manchmal ein bisschen Sorge. Der ständige Ausschuss diskutiert auch darüber, das zum Thema zu machen. Und insofern sind eigentlich alle, die Sie genannt haben, mit daran beschäftigt. Liebe Frau Molnar-Gabor, haben Sie den Eindruck, dass es auch lohnen würde, ein Monitoring im Blick auf die rechtswissenschaftlichen, rechtspraktischen Fragen einzuführen, zu etablieren? Oder gibt es das schon? Sind das in der neuen juristischen Wochenschrift Literaturübersichten, die ich nicht wahrgenommen habe? Ich denke, ja. Es gibt durchaus relativ neue Technologien, die auch international in dem Monitoring unterworfen werden. Ich denke an Genomeditierung, wo die WHO ein internationales Register eingeführt hat, wo verschiedene Studien nach Kriterien angemeldet werden können. Und dieser hat sicherlich eine Überwachungs- und Transparenzfunktion, eine Kontrolle von ethischem Verhalten, aber auch eine gewisse Transparenz im Sinne von Förderung von Innovationen, weil man eben eine allgemeine Information über was läuft in der Forschung schafft und andere können darauf stützen und weitere Innovationen entwickeln. Insofern denke ich, dass sicherlich eher grenzüberschreitend ein solches Monitoring sehr gewinnbringend wäre, europäisch vielleicht, aber auch international. Und das müsste man dann ausgestalten und definieren, welche KI-Entwicklungen hier, die erstmal in den Kinderschulen stecken, interessant wären, um beobachtet zu werden. Und ich denke auch, dass ein Human in the Loop, also eine menschliche Aufsicht hier, sicherlich gut eingebaut werden könnte, diese Monitoringskette. Aber darüber könnte man jetzt länger diskutieren, wie man es ausgestaltet. Also grundsätzlich ein Ja. Frau Budeberg, Sie sind die letzte im Reigen. Mein Eindruck von praktischer Philosophie als Philosophiestudent, dessen Philosophiestudium schon eine Weile her ist, ist, dass doch das eine Disziplin ist, die essentiell auf Monitoring-Vorgänge angewiesen ist, jedenfalls dann, wenn sie in einer bestimmten Weise praktisch werden will. Oder täuscht mein Eindruck?
Vielleicht könnten Sie noch mal präzisieren, inwieweit wir angewiesen sind oder inwieweit wir meinen, da mitzuwirken. Das ist mir noch nicht ganz klar. Also inwieweit wir selbst über gemonitort, das war ja wahrscheinlich nicht Ihre Frage. Naja, also die Tatsache, das haben Sie ja beschrieben, ich will Ihnen aber um Gottes Willen nicht die Antwort vorgeben, die Tatsache, wie Sie beschrieben haben, wie Sie mit Frau Molnar-Gabor gemeinsam Lehrveranstaltungen machen, deutet ja doch darauf hin, dass Sie ein gewisses Interesse daran haben, zur Formierung der eigenen Position mit einer Juristin und ihrem spezifischen Blick zu tun zu haben. Und mich interessierte sozusagen die Frage, ist das jetzt, also ich gebe mal eine ganz sinnlose Alternative, die Tatsache, dass Sie sich kennen und Spaß daran haben, miteinander Lehrveranstaltungen zu machen, sicher auch, aber hat das einen systematischen Grund und welche Konsequenzen würden Sie aus dem individuellen Beispiel dann für grundsätzliche Strukturen eines Monitoring- und Gesprächs ziehen? So war meine vermutlich etwas lose formulierte Frage gemeint. In der Tat, ich meine, die Philosophie ist entstanden zu einer Zeit, wo es im Grunde die Aufteilung in verschiedene Disziplinen so ja gar nicht gab. Und insofern, und inzwischen stehen wir da und haben eigentlich keine eigene Disziplin mehr, sondern sind natürlich auf die Fachkenntnisse der verschiedenen Wissenschaften angewiesen, wie wir genauso natürlich auch denken, immer noch etwas von kritischer Urteilskraft beisteuern zu können. Also insofern dachte ich natürlich auch daran, zu sagen, dass wir nicht nur im Grunde diejenigen sind, die auf die anderen und den Austausch mit den anderen ganz extrem angewiesen sind, sondern auch natürlich, weil wir möglicherweise in der Disziplin die Kritik zum Grundbestand des eigenen Denkens erklärt haben und so verstehen, sehen wir natürlich auch darin eine Aufgabe, im Dialog mit anderen über deren Expertise nachzudenken. Und einer der Gründe, warum wir dieses Seminar zusammen gemacht haben, ist, dass ich in der Tat keine Juristin bin und die rechtliche Perspektive überhaupt nicht einbringen kann und den Studierenden nicht vermitteln kann oder nicht in derselben Weise wie Frau Gina. Gleichzeitig natürlich auch denke, es gibt natürlich eine bestimmte Perspektive auf Verantwortung und auf das, was Menschen zu verantwortlichen Wesen macht und möglicherweise zumindest in der westlichen Tradition eben andere Gegenstände und auch Maschinen noch nicht, die auch für Juristinnen, das war auch ein interdisziplinäres Seminar, also es waren sowohl Juristinnen als auch Philosophinnen beteiligt, durchaus etwas davon haben, sich Philosophinnen dazu anzuhören. Sie haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, dank der Beiträge derer, die hier auf dem Podium saßen, etwas gemerkt davon, wie Akademie funktioniert. Da gibt es Akademieforschung, in der KI-Anwendungen eine immer größere Rolle spielen. Da gibt es aber eben auch Diskussion im Sinne, sagen wir mal, eines noch nicht institutionalisierten, aber Monitoring über Entwicklungen auf dem Gebiet. Das ist heute passiert. Und dann gibt es die Frage, die kann man mit Jürgen Mittelstraß verbinden, der das immer gern der Akademie ins Stammbuch geschrieben hat, Wissenschaftsbeobachtung. Und Wissenschaftsbeobachtung ist ja nichts, was sozusagen völlig normfrei ist und einfach nur darstellt, so geht's da und so geht's da, sondern immer wieder Urteile fällt. Exzellente Wissenschaft, gut argumentierte Wissenschaft, schlecht argumentierte Wissenschaft. Und in diesen Rahmen gehört auch Monitoring von KI. Über alles Weitere wird zu reden sein. Wir haben ja schon ein bisschen entwickelt, wie wir über die Kaffeehausgespräche nochmal ins Gespräch, Herr Wagner, über Ihren wunderschönen Vortrag eintreten können. Ich denke, ich spreche in Ihrer aller Namen, wenn ich mich von Herzen bedanke dafür. Wir hätten, das haben Sie gemerkt, mühelos lange, lange weiterreden können, aber das tun wir dann lieber nachher beim Buffet. Vielen, vielen Dank. Das letzte Wort in dieser Veranstaltung vor der Musik
muss natürlich Günter Stock haben. Ich bin aber gebeten, Ihnen was zu sagen, bevor er spricht. Nämlich, es gibt Links- und Rechtsbuffet. Bleiben Sie aber nicht nur auf einer Seite, denn das Buffet ist unterschiedlich. Also es gibt ohnehin viele Gründe, die Seiten mal zu wechseln und mit anderen ins Gespräch zu gehen. Aber es gibt auf beiden Seiten Buffet. Es gibt so einen merkwürdigen Drall zum Gendarmenmarkt. Da gibt es gar nichts zu sehen, der ist immer noch nicht fertig. Das wird noch eine Weile dauern. Auf der rechten Seite von mir aus gesehen, das ist der Raum, auf dem sich dann die wiederaufgebaute Lounge für die Berliner Wissenschaft erheben wird, für die wir dank sehr großzügiger Finanzierung schon viel Geld, aber noch nicht alles Geld haben. Sie haben den diskreten Hinweis verstanden. Also links und rechts die Akademie, Günter Stock, Frau Springer und ich freuen uns über Geburtstagsgeschenke, auch für die Akademie, die hat immer irgendwann Geburtstag. So, und nun freue ich mich sehr, dass Günter Stock den Schlusspunkt setzt und wir das Podium verlassen. An seine Stieftochter Margot Einstein schrieb Einstein: Jedes Alter hat seine schönen Augenblicke. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Marxis, verehrte Gäste, liebe Freunde, liebe Familie, dieser Abend ist ein solcher Augenblick. Ein Augenblick, der allerdings schon eine ganze Weile andauert. Ich danke, lieber Herr Marxis, für diese Idee und danke, liebe Mitglieder der Akademie, für diese wunderbare Geste. Insbesondere Dank auch an diejenigen, die die Mühe gemacht haben, die Organisation zu leisten, also Dr. Becker und Frau Künzel. Und großer Dank natürlich an die Kolleginnen und Kollegen, die das Programm aktiv gestaltet haben, nicht zuletzt auch die Musiker. Ich möchte gerne, Herr Marxis, Ihre letzte Frage an das Podium auf meine Weise beantworten und nicht nur beantworten, sondern dafür lobbyieren. Und ich will sagen, dass ich schon denke, dass eine Akademie und insbesondere unsere Akademie sich im Rahmen einer wie auch immer gearteten interdisziplinären internationalen Arbeitsgruppe langfristig mit diesem Thema beschäftigen sollte, ähnlich wie bei der Gentechnologie, eben nicht nur punktuell, wie es überall geschieht, sondern langfristig, um tatsächlich Themen längerfristig verfolgen und analysieren zu können. Ich beginne mit einer Beobachtung, die durchaus auch Betroffenheitscharakter hat. Ich gehöre der Generation an, in der eine neue, revolutionäre Technologie, nämlich die Gentechnologie, unser Verständnis von Biologie, Medizin und unsere wissenschaftliche Herangehensweise an biologische Fragen von Grund auf verändert hat. Medizin ist zwar immer noch und wird es bleiben eine Kunst, aber mittlerweile auch eine wirkliche Naturwissenschaft geworden. Und ich erinnere an die Erschütterungen, die primär in den Humanwissenschaften durch die Gentechnik ausgelöst wurden. Rote, grüne, weiße Biotechnologie. Ich erinnere mich auch schmerzhaft an die weitestgehend unbegründeten Ängste, Verbote, Kampagnen, die die Entwicklung bis heute begleiten. Stammzellforschung, grüne Gentechnik, immer noch Themen, bei denen in weiten Teilen der Bevölkerung und der Politik große Vorbehalte bestehen. Gebiete, bei denen Verbote, gesetzliche Regelungen zu einem Zeitpunkt erlassen wurden, zu dem wir wirklich nicht wussten, was die Technologie leistet und wohin sie letztlich führt. Man hätte sich in jenen Jahren die Bescheidenheit gewünscht, die wir heute Abend von Herrn Wagner wunderbar präsentiert im Bereich der KI gehört haben. Jetzt schauen wir uns die Entwicklung der KI an. Eine Entwicklung, die im wahrsten Sinn des Wortes alle Bereiche unseres Lebens erfasst. Selbst Hollywood streitet und streikt monatelang wegen des Einflusses von KI auf die Arbeitswelt des Films. Die Zeitschrift Science hat eben verkündet, dass in Zukunft KI eingesetzt wird, um Qualität und Originalität der Abbildungen zu prüfen. Die Frankfurter Allgemeine schreibt, dass KI zuverlässig in der Lage sei, die Echtheit von Rubensbildern zu bestätigen, dass Bewerbungsunterlagen geprüft werden und die Sicherheit des Verkehrs durch KI gesteuert wird, merken wir fast gar nicht mehr. Die wenigen Beispiele genügen, um zu zeigen, in wie vielen Gebieten die künstliche Intelligenz eine Realität ist. Und dabei spreche ich noch nicht einmal mit meinem Kampf
mit den elektronischen Systemen in meinem Wagen, wenn ich anders will als der entwickelte Algorithmus. Es mag eine durchaus subjektive Empfindung sein, aber ich denke, dass sich die KI weitgehend frei bisher von fortschrittshemmenden Verboten oder gar Kampagnen entwickeln konnte und kann. Oder können Sie sich einen Slogan vorstellen, KI-freie Zone? Ja, es ist richtig. Die Europäische Kommission, wir haben das heute gelernt noch einmal, hat sich jetzt zum ersten Mal gesetzgeberisch geäußert. Aber die Frage ist doch, und die haben wir auch gehört, ist doch wohl, ob dieses Regelwerk angesichts der weltweiten Entwicklung von KI wirksam werden kann oder die Dynamik der Technologie nicht gerade in Europa zu finden ist. Und das Podium hat noch einmal bei der ersten Runde durchaus bestätigt, dass hier Zweifel angebracht sind. Und die Frage wirklich, ob dieses Regelwerk eine positive Orientierung liefert, was zu begrüßen wäre, oder eine auf Europa begrenzte B- und Verhinderung von Innovation bedeutet. Akademien könnten bei solchen schwierigen Beurteilungen eine gute Rolle als Watchtower, Mittelstraße hat jetzt etwas anders ausgedrückt, und Reflexionsort dienen. Insbesondere dann, wenn sie, wie formuliert, ihr internationales Netzwerk aktivieren. Und ich habe Herrn Wagner so verstanden, dass dieses tatsächlich eine günstige Gelegenheit wäre, im Vorfeld von Regelungen in der Tat genügend Reflexion aufzubringen. Und die Frage, die mich bewegt, ist, woher kommt der Unterschied in der Behandlung von revolutionären Technologien? Zwei habe ich erlebt. Die freundlichste Erklärung wäre wohl, dass wir gelernt haben, besser mit solchen Entwicklungen umzugehen. Aber stimmt das wirklich? Und letztlich, was sagt das über uns am Ende aus? Übrigens, da ich seit langer Zeit ohne Sekretariat lebe, hätte ich diesen Text ohne die Leistungsfähigkeit meines iPads, das ja auch mit KI-Arbeit gar nicht diktieren können. Also auch ich bediene mich und profitiere von KI. Ich bin ganz modern technikoffen. Und dennoch, da der Impact von KI so groß ist, und noch einmal in allen Bereichen unseres Lebens, ist es umso wichtiger, dass wir interdisziplinär, so wie heute auf dem Podium, die Technologie langfristig beobachten, damit wir wissend und daher mündig mit KI umgehen lernen, umgehen können, also aufgeklärt. Hinzu kommt, KI wird intensiv industriell entwickelt und genutzt, hat auch militärtechnisch eine Riesenbedeutung. Und daher wäre es durchaus interessant, der Frage nachzugehen, wer die Entwicklungsaufgaben und Forschungsaufgaben kennt und dann auch bewertet. Und die Frage des Dual Use ist hier keineswegs ohne Interesse. Das alles ist umso wichtiger, als KI weiterentwickelt wird und sich selbst fortentwickelt, in weiten Bereichen also autonom und eigenständig. Und wenn ich es richtig sehe, geschieht dieses weitgehend ohne Dokumentation darüber, aufgrund welcher neuer Informationen sich Algorithmen verändern. Also eigentlich ohne Spuren des Eingriffs zu hinterlassen. Für uns in der Wissenschaft ist das durchaus etwas Neues, wo wir doch die Protokolle unseres Vorgehens peinlich genau dokumentieren und sichern. Ja, wir dokumentieren sie nicht nur, sondern wir stellen sie auch der Kritik und der Nachprüfung von Kollegen anheim. Und wir haben die Kunst der Herstellung von Transparenz so weit entwickelt, dass wir nicht nur wissen, was an unserem Vorgehen kritisiert wird, sondern auch, wer es kritisiert. Also ich finde das bemerkenswert. In unserer analogen Welt achten wir scharf auf das Prinzip der Second Opinion, oft auch eines konsensualen Vorgehens, auf jeden Fall auf Transparenz und Dokumentation. Und eigentlich heißt das, dass wir der KI viel Freiraum geben, die wir uns, überspitzt formuliert, in der analogen Welt niemals geben würden. Die Angelegenheit wird interessanter dadurch, dass, wie wir alle wissen, KI davon lebt, kräftig und ausreichend mit Informationen versorgt zu werden. Und da der Hunger nach Informationen der KI außerordentlich groß ist,
gibt es ja erste Befürchtungen, dass die KI auf selbstproduzierte Texte zurückgreift und sich selbst füttert. Frei nach James Bond, die Welt ist nicht genug, so der Tagesspiegel am 21. Dezember. Nicht nur ein Stresstest für Plagiatsjäger. Jürgen Mittelstraß, der die Schaffung der Leonardo-Welt, also der Welt, die wir als Homo Faber geschaffen haben und ständig weiterschaffen, beschreibt, drückt dies wie folgt aus: Die Welt als wissenschaftlich-technische Welt, ein Produkt, ein Artefakt des Verstandes, nimmt selbst produktive Züge an. Und der Mensch droht, hinter seinen eigenen Werken zu verschwinden. Also, die Notwendigkeit über Verantwortung, gerade auch Langzeitverantwortung nachzudenken, kann nicht besser ausgedrückt werden. Sie sehen, meine Damen und Herren, nicht nur die Information darüber, was KI kann und tut, zu dokumentieren, wäre wichtig, sondern genauso wichtig wäre es natürlich, der KI sorgfältig quasi auf die Finger zu schauen. Genauso, wie wir es in der analogen Welt tun. Und damit könnte die Akademie Empfehlungen ausarbeiten, die wie bisher auch hilfreiche Handreichungen sind. Sie würden hoffentlich von der KI zur Kenntnis genommen werden. Und auf diese Weise, Herr Präsident, würden die Empfehlungen der Akademie noch mehr Aufmerksamkeit erlangen und eigentlich die Aufmerksamkeit bekommen, die sie wirklich verdienen. Ein letztes. Lieber Markschies, Sie haben eingangs über mich und meine Zeit in der Akademie gesprochen. Herzlichen Dank dafür. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, mich für eine wunderbare Zeit zu bedanken, in der ich jeden Tag dieser großartigen Institution dienen durfte, ohne Herrn Mündeführing zitieren zu wollen. Es war eine richtig schöne, spannende, aber auch vor allem lehrreiche Zeit. Und die Gelegenheit zu nehmen, noch einmal Dank zu sagen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit denen ich sehr eng zusammenarbeiten durfte und die heute auch alle hier sind, mit einer Ausnahme. Herr Markschies hat sie eingangs erwähnt, der zu früh verstorbenen Gisela Lerch, die mir Mitarbeiterin war und Freundin wurde. Herzlichen Dank Ihnen allen, alles Gute und Ihnen, lieber Herr Markschies, eine glückliche Hand. Vielen Dank. Thank you.